Willkommen zu Beginn. Mein Name ist Vera Egenberger. Ich bin die Geschäftsführerin eines sehr kleinen Vereines hier in Berlin, das Personen, die diskriminiert worden sind, in ihren rechtlichen Klagen unterstützt. Und wir sind mit diesem Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung in dem Projekt Fair Wohnen vermieten. Ein kleiner Partner. Ich habe übernommen, diese nächste Sitzung zu moderieren und werde ab jetzt das in Englisch machen. Für die, die Kopfhörer brauchen, bitte schnell sich organisieren, dass sie dem Gespräch folgen können. I would like to welcome the people that Ich möchte die begrüßen, die jetzt zur Veranstaltung gekommen sind, denn der erste Teil der Veranstaltung war eine geschlossene Veranstaltung. Und jetzt haben wir einen öffentlichen Teil. Ich sehe hier einige neue Gesichter und diese möchte ich alle ganz herzlich begrüßen. Wir werden jetzt einige Vorträge hören über die Situation in Deutschland, dann nochmal Kanada und dann schauen wir uns an, wie man mit Verhausung in den USA anschauen und dann gucken wir, was unsere Kolleginnen und Kollegen in Schweden machen. Ich möchte die Rednerinnen und Redner jetzt vorstellen und ich fange jetzt mit Alexander Tischberek an, meinem Kollegen. Er arbeitet an der Rechtsfakultät der Humboldt-Universität Berlin und er spricht jetzt über die allgemeine Gleichbehandlung, das allgemeine Gleichheitsbehandlungsgesetz im Bereich Wohnen. Ja, herzlich willkommen. Alexander Tischberek ist mein Name von der Humboldt-Universität hier. Mir wurde gesagt, ich habe 10 Minuten, um in die Potenziale und Grenzen des AGG im Bereich Wohnen einzuführen. Das ist eine schwierige Aufgabe, ich werde es versuchen. Und wie man das als guter Redner macht, wenn man zu wenig Zeit hat, man erweitert erstmal sein Thema. Es ist nämlich so, dass es eigentlich nicht nur im AGG Diskriminierungsverbote gibt, sondern auch natürlich in der Verfassung. Und gerade im Bereich Wohnen ist das meines Erachtens ein ganz interessanter Aspekt, den man beleuchten sollte, wie hier auch Verfassungsrecht und AGG zusammenspielen. Den meisten wahrscheinlich noch bekannt, Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Zusätzlich zum Grundgesetz haben wir noch die Landesverfassung, wo eben manche Diskriminierungsverbote noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Zum Beispiel in der Berliner Verfassung ist als zusätzliche Diskriminierungskategorie die sexuelle Identität auch aufgeführt. Ja, was ist jetzt das Problem mit unserem Verfassungsrecht hier im Bereich Wohnen? Das Problem der Grundrechtsbindung, wie wir Juristen sagen, unmittelbar sind verpflichtet nur der Staat durch die Grundrechte. Das heißt, nur der Staat muss sich erstmal an die Grundrechte halten, Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz. Das ist erstmal ein Problem, weil wir natürlich im Bereich Wohnen es in der Tat oft mit privaten Vermietern und Vermieterinnen zu tun haben, aber ja nicht nur, denn die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sind eigentlich schon durch diese Grundgesetzbestimmung, schon seit wir das Grundgesetz haben und nicht erst seit dem AGG, an diese Diskriminierungsverbote eben gebunden, weil sie Teil der staatlichen Verwaltung sind. Wie das zwischen Privaten ist, das ist komplizierter. Die Grundrechte gelten auch zwischen Privaten, aber wie genau, das wissen auch manchmal die Gerichte nicht so genau. Auf jeden Fall gibt es hier größere Unklarheiten und deswegen war es wichtig, dass das AGG kam im Jahr 2006. Das zwar auch öffentlich-rechtlichen Anwendungsbereich hat, aber eben hauptsächlich auch die Rechtsbeziehungen zwischen Privaten regelt. Ja, das AGG, wie Sie wissen, wurde in Umsetzung von EU-Antidiskriminierungsrichtlinien erlassen. Es enthält materielle Diskriminierungsverbote sowie die Vorschriften aus den Verfassungen, die wir gerade gelesen hatten, aber eben darüber hinaus auch Entschädigungsansprüche und, was für die Praxis besonders wichtig ist, Begleitvorschriften zur Rechtsdurchsetzung. Der Schwerpunkt des AGG liegt im Arbeitsrecht, aber wir haben eben auch diesen Abschnitt in den Paragraphen 19 bis 21, der das allgemeine Zivilrecht, wie die AGG-Leute sagen, betrifft. Und darunter wird auch das Mietrecht gefasst. Ja.
Drei Probleme würde ich ganz gerne noch kurz ansprechen in den verbliebenen Minuten, die Paragraphen 19 bis 21 AGG mit sich bringen. Erstes Problem, wir haben ein uneinheitliches Regelungsregime hinsichtlich der verschiedenen Diskriminierungskategorien. Ich werde da gleich drauf eingehen. Überhaupt ist die Regelungstechnik da, das Paragraph 19 vor allem, sehr unschön. Also auch als Juristin, auch als Jurist liest man es fünfmal und weiß eigentlich nicht so richtig, was drinsteht. Zweites Problem, wir haben Ausschlusstatbestände im AGG drin und die sind zu Teilen unionsrechtswidrig. Also da wurde die Richtlinie nicht richtig umgesetzt. Das ist natürlich ein Problem dann auch für die gerichtliche Rechtspraxis. Wir müssen irgendwie mit diesen Umsetzungsdefiziten arbeiten vor Gericht, wenn wir einen AGG-Fall hätten im Mietrecht. Oft haben wir ihn ja gar nicht. Und das ist gerade wieder in der Beziehung zwischen Privaten ganz schwierig, diese Unionsrechtswidrigkeit dann vor Gericht auch sozusagen zugunsten der Klägerin, zugunsten des Klägers zu effektuieren. Ein drittes Problem, wir haben hohe faktische Hürden bei der Rechtsdurchsetzung. Da würde ich ganz zum Schluss noch kurz drauf kommen. Also erste Problematik, das uneinheitliche Regelungsregime. Wir haben einen relativ guten Diskriminierungsschutz, rechtlich zumindest, im Bereich der rassistischen Diskriminierung durch § 19 AGG. Da heißt es nämlich, dass alle Geschäfte, die den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen betreffen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum, durch das Gesetz umfasst werden. Das ist § 2 Absatz 1 Nummer 8 AGG, der diesen Anwendungsbereich definiert. Und da wird man doch sagen müssen, Mietverhältnisse fallen unter diesen Anwendungsbereich darunter. Das sagte die Gesetzesbegründung des AGG. Es gibt einzelne Kommentatoren und Kommentatorinnen, die da Probleme haben mit dem, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und sagen, naja, so Mietverhältnisse, das hat ja nichts mit öffentlichem Raum zu tun. Deswegen ist das private Wohnungsmietverhältnis gar kein Fall des AGG. Sieht die Gesetzesbegründung anders und sehen auch die Gerichte anders. Weil die Veranstaltung aber heißt, nicht nur fair mieten, sondern auch fair wohnen, kann man natürlich auch an einen Immobilienkauf vielleicht denken. Der ist meines Erachtens vom AGG gar nicht erfasst. Also wenn jemand aus rassistischen Gründen einen Immobilienkaufvertrag verweigert, haben wir da wenig Handhabe, befürchte ich, zumindest mit § 19 AGG. Denn ob eine Immobilie ein Gut im Sinne des AGG ist es höchst fraglich. Wahrscheinlich sind das nur bewegliche Gegenstände, weil das ist ein europarechtlicher Begriff, das sind längere Diskussionen, aber da wäre vielleicht auch mal ein Gerichtsverfahren wert, aber das ist sehr unklar. Und ich würde so eine Klage, da müsste man der Klägerin, dem Kläger schon sagen, das gibt ein hohes Prozessrisiko. Ja, wenn wir von der rassistischen Diskriminierung weggehen und hingehen zum Bereich sexistische Diskriminierung, Diskriminierung aufgrund der Religion, Behinderung, Alter, sexuelle Identität, da ist der Diskriminierungsschutz zurückgenommen in § 19, nämlich in der Regel nur Massengeschäfte sind erfasst und ähnliche Geschäfte. Und da sagt vor allem dann der § 19 Absatz 5 Satz 3, bei Mietverhältnissen soll das AGG nur gelten, wenn ein Vermieter, eine Vermieterin 50 und mehr Wohnungen auf dem Markt hat. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Einschränkung in der Praxis, wie wir uns vorstellen können. Ne? Auch hier ist der Immobilienerwerb in der Regel nicht erfasst. So ein Immobilienkaufvertrag ist kein Massengeschäft im Sinne des AGG. Ja, jetzt habe ich die Funktion bei PowerPoint gefunden, wo man die Schrift rot machen kann. Das soll symbolisieren, das ist wahrscheinlich europarechtswidrig. Ja, es kommen noch mehrere, also ich konnte den Effekt mehrmals anwenden in dieser kurzen Präsentation. Also dieser § 19 Absatz 5 Satz 3 ist mit Richtlinienrecht nicht vereinbar. Das steht in der Richtlinie nicht drin. Aber gut, das müsste man natürlich vor Gericht auch erstmal durchkriegen, dass man diese Diskrepanz zwischen AGG und Richtlinie sozusagen berichtigt kriegt. Zweiter Problembereich. Ausschlusstatbestände. Hier wird es auch schon gleich wieder rot. Zulässigkeit einer Ungleichbehandlung steht in 19 Absatz, also in 19 Absatz 3 heißt es, eine Ungleichbehandlung soll zulässig sein im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse. Was sich der Gesetzgeber dabei gedacht hat, ist wirklich auch sehr fraglich. Es ist wieder nicht in der Richtlinie drin. Was hat man sich dazu ausgedacht?
Und gerade für die vielen Fälle der privaten Mietverhältnisse ist es ja auch völlig schwer, das irgendwie umzusetzen. Denn private Vermieterinnen, private Vermieter müssen ja jetzt erstmal Statistiken haben, wie es in einer bestimmten Gegend aussieht. Also da gibt es eigentlich in der Regel kein belastbares Zahlenmaterial. Und zu Lasten der Diskriminierungsopfer wird man diese Vorschrift auch in der Regel sowieso nicht effektuieren können, wegen der Unionsrechtswidrigkeit. Allenfalls vielleicht im Sinne von positiver Maßnahmen, wie das in § 5 AGG heißt. Also das ist sozusagen die deutsche Übersetzung für Affirmative Action. 2 Minuten habe ich noch, sehe ich gerade. Also Affirmative Action kann man vielleicht machen im Sinne dieser Vorschrift, aber die ist viel zu weit formuliert. Zweiter Ausschusstatbestand. Das AGG soll nicht gelten bei Schuldverhältnissen, bei denen ein besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnis der Parteien begründet wird. Bei Mietverhältnissen kann dies insbesondere der Fall sein, wenn die Parteien oder ihre Angehörigen Wohnraum auf demselben Grundstück nutzen. Auch das sollte jetzt rot statt grün werden, denn es ist europarechtswidrig. Wollen wir mal weiterklicken? Ja, wird hier schon. Genau, auch das ist europarechtswidrig. Also dieser Ausschlusstatbestand mit dem besonderen Nähe- und Vertrauensverhältnis. In der Antirassismusrichtlinie gibt es ja überhaupt keinen Passus zu, hat sich der deutsche Gesetzgeber ausgedacht, europarechtswidrig. In der Antisexismusrichtlinie, da steht sowas drin, dass man rechtfertigende Tatbestände hat für das Privat- und Familienleben. Aber Privat- und Familienleben als Begriff ist natürlich viel enger, als wenn es hier heißt, ja, wo ein Nähe- oder Vertrauensverhältnis begründet wird. Und vor allem, wenn die schon auf demselben Grundstück wohnen. Also viel zu weit. Auch hier würde sich natürlich irgendwie mal eine strategische Prozessführung vielleicht sogar lohnen, um diese Diskrepanz zwischen nationalem Recht und Europarecht auch mal gerichtlich überprüfen zu lassen. Zu guter Letzt, letzte Folie, Rechtsdurchsetzungsdefizit. Was auffällt, wir haben das Gesetz seit 2006. Es gibt in Juris und in Beck Online, was ja die beiden wichtigsten Urteilsdatenbanken sind, insgesamt etwa 50 Entscheidungen zu diesem ganzen Rechtsbereich. Was nichts ist, wenn man sich mal vorlegt, wie viele Mietverhältnisse, wie viele Mietverträge eigentlich tagtäglich geschlossen, durchgeführt, beendet werden. 50 Entscheidungen bei Juris und Beck Online, dazu wiederum nur ein Bruchteil zum Mietrecht. Recht im engeren Sinne. Ja. Also die Befürchtung, die man am Anfang hatte, dass jetzt irgendwie so eine Prozessflut kommt durch das AGG, in dem Bereich kann man ganz klar sagen, ist die ausgeblieben. Das deutet darauf hin, dass wir ein Problem haben. Und was ist möglicherweise das Problem? Wir haben hohe Zugangshürden zum gerichtlichen Rechtsschutz, gerade bei Minderheiten. Da ist einfach die Scheu sehr groß, vor Gericht zu gehen und die ganzen Kosten, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Und wir haben nach wie vor große Beweisprobleme. Wenn meine Bewerbung nicht genommen wird, woher soll ich wissen, dass es aufgrund meines ausländischen Nachnamens geschehen ist und nicht aus anderen Gründen? Ich werde nie auch nur ein Indiz im Sinne von § 22 AGG kriegen, um dann meinen Prozess erfolgreich führen zu können. Mögliche Auswege, Aufklärungsarbeit und eine Verbandsklage für Antidiskriminierungsverbände. Vielen Dank. I'm afraid that the 10 minutes mean. Ich fürchte, dass dieses 10-Minuten-Limit bedeutet, dass die Rednerinnen und Redner einfach schneller sprechen. Das natürlich für die Dolmetscherin dann wieder eine Herausforderung ist. So, Herr Vincent Tong wird jetzt den zweiten Vortrag halten. Er kommt aus Toronto, Kanada. Und wir werden jetzt erfahren, wie Toronto mit dem Wohnungsmarkt und Diskriminierung umgeht. Guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Für diejenigen, die heute Morgen schon hier waren oder heute am frühen Nachmittag hier waren, gibt es einige Wiederholungen. Wir haben schon einiges gesehen, aber einige Dinge sind auch neu. Wer sind wir? Wir sind der größte Anbieter von Sozialwohnungen in der Gemeinde Toronto, der zweitgrößte nach der New York Housing Community in Nordamerika. Und wir haben 60.000 Sozialwohnungen haben wir. Das hört sich vielleicht viel an, aber im nordamerikanischen Kontext ist das schon einiges. Und 90% bekommen staatliche Unterstützung, 90% der Mieter. Das heißt also, dass ein Drittel Unterstützung bekommen und das Durchschnittseinkommen ist 10.000 Euro, 15.000 kanadische Dollar im Durchschnitt.
Und wir wurden durch eine Fusion von drei verschiedenen Wohnungsbaugesellschaften Anfang der 2000er Jahre gegründet. Was ist nun unsere rechtliche Struktur? Es gibt die Zentralregierung, es gibt die Provinzregierung und hier gibt es keine Überlappungen in den Zuständigkeitsbereichen. Alles, was der Provinz im Verantwortungsbereich der Provinz liegt, ist auch von der Provinz geregelt. Und die Idee dahinter ist, Quebec zu beruhigen. Wir, und wie ich schon sagte, unsere Wohnungsbaugesellschaft gehört der Stadt von Toronto und wir haben einen Vorstand und dort, in dem Vorstand gibt es auch zwei Mieter. Und die Provinzgesetzgebung gilt hier und während die Gemeinden für die Finanzierung zuständig sind und für die Verwaltung. Es gibt zwei Hauptanbieter in der Stadt Toronto. Die Provinz ist für die Gesetzgebung zuständig und das ist in dem Gesetz geregelt, in zwei Gesetzen, wo das detailliert festgelegt ist. Das sind die zwei Hauptgesetzgebungsinstrumente in diesem Bereich. Wir haben das Menschenrecht in der Provinz Ontario auf der Grundlage der Charta für Menschenrechte und Freiheit in Kanada. Und dabei gibt es Rechtssicherheit, diejenigen, die eine Wohnung suchen. Und sie werden hier gegen Diskriminierung auf 14 Gründen, wie zum Beispiel rassische ethnische Zugehörigkeit, Nationalität, Geschlecht, Alter, Familienstand, Behinderung und ob jemand Sozialleistungen erhält und so weiter. Und der Housing Services Act dürfen diejenigen, wenn jemand dass auch Flüchtlinge, die Asyl beantragen, jemand, der eine Vorstrafe hat, zum Beispiel dürfen sozial geförderte Wohnungen bekommen. Und in Ontario kann man natürlich theoretisch jemanden diskriminieren, der zwischen 16 und 18 ist, weil man mindestens 18 sein muss, um eine Sozialwohnung zu bekommen. Und es gibt den Aktionsplan für Toronto mit dem Ziel, sicheren Zugang zu Wohnraum zu garantieren, zum Beispiel Notunterkünften zur Verfügung stellen für Obdachlose. Und dieser Plan wird im Moment aktualisiert von der Stadt. Und dazu werden auch Menschen aufgegriffen, die Behinderungen haben, Frauen, LGBTQ2S-Menschen, Immigranten und Geflüchtete und Menschen mit niedrigem Einkommen. Und das Mandat, dass die Gemeinde zu den Sozialanbietern in der Stadt vorgibt, und das bedeutet, dass die Stadt sie beauftragen kann, eine bestimmte Gruppe aufzunehmen, wenn sie wirtschaftlich benachteiligt sind, wenn sie benachteiligte Gruppen sind und wenn man dadurch versuchen möchte, Gleichberechtigung, gleiche Chancen zu erreichen und was gleichzeitig dazu beizutragen, dass Verletzungen, Menschenrechtsverletzungen damit eingestellt werden. Also man kann ein Gebäude bauen, das nur für Menschen gebaut ist mit einer bestimmten Art von Behinderung. Und mit diesem Gesetz kann man das tun. Was ist nun unsere Rolle in der Gemeinde in Bezug auf die Antidiskriminierungspolitik? Wir haben das Human Rights Harassment and Fair Access Politik. Das reflektiert den Menschenrechtskodex von Ontario. Wir haben auch eine Umsiedlungspolitik. Also wir haben zum Beispiel 1600 Mieter umgesiedelt, weil wir die Häuser eingerissen haben und neue Häuser bauen. Und sie haben dann auch ein Recht, wieder zurückzukehren nach den Modernisierungsmaßnahmen. Und sie haben auch Mieter das Recht, zurückzukehren in ihre alte Wohnung.
Und wir haben wirklich eine sehr robuste Zugänglichkeitsanforderung, die erfüllt werden muss. 15% unserer Wohnungen müssen zugänglich sein. Und diese Richtlinien wurden entwickelt von Mietern, die unterschiedliche Mobilitätseinschränkungen haben. Und sie haben zum Beispiel die Höhe der Tische getestet, der Küchen, ob die Türgriffe erreichbar sind und so weiter. Und das ist, wir haben eine sehr robuste Politik, weil 15% aller Wohnungen diese Erfordernisse erkennen. Und 15% werden jetzt umgebaut, um diese Anforderungen zu erfüllen. Und wenn wir heute noch nicht genügend Wohnungen dieser Art haben, dann bauen wir sie entsprechend um. In neuen Gebäuden haben wir auch inklusives Design. Das ist ein Beispiel für ein Haus, das wir in Toronto zurzeit bauen. Und ganz links haben wir eine offene Küche mit einer Theke fürs Frühstück. Das ist ein sehr offener, angenehmer Raum. Aber dann haben wir von Mietern gehört, vor allen Dingen von Frauen, vor allen Dingen muslimischen Frauen gehört, die uns gesagt haben, dass diese offene Küche für sie etwas problematisch war, weil sie ihr Kopftuch beim Kochen nicht abnehmen konnten, weil die Küche geöffnet war zum Haus. Und wir haben also eine Möglichkeit eingeführt, um die Küche abzuschließen. Wir haben eine Wand eingefügt mit einer Tür und in 10% der Einheiten haben wir diese Modifikation. Und wir haben auch von einigen Mietern gehört, die ältere Eltern haben oder Angehörige haben mit Mobilitätseinschränkungen, dass sie nicht, wenn sie zu Besuch kommen, nicht, wenn sie auf Toilette müssen, die Treppe hochgehen müssen. Wir haben also ein Modell entwickelt, wo man in der Hauptebene auch ein Bad hat oder eine Toilette hat. Und wir haben auch ein Mieterbeteiligungssystem entwickelt, um Barrieren zu reduzieren. Wir bieten Nahrungsmittel an, Kinderbetreuung, Übersetzung, Verdolmetschung und wir haben eine Gruppe für muslimische Frauen und wir haben Gruppen für ältere Mieterinnen mit und für junge und die können sich an unseren Prozessen beteiligen und wir sprechen sie gezielt an, um sicherzustellen, dass wir als das, was wir als Wohnungsbaugesellschaft machen, auch ihre Wünsche und Bedürfnisse treffen. Wie bieten wir nun gleichberechtigten Zugang an? Und es gibt eine Warteliste der Stadt Toronto für Sozialwohnungen. Es gibt 100.000 Menschen auf der aktuellen Warteliste und man muss 10 Jahre warten. Und die Durchschnittsmiete liegt bei 2.000 kanadische Dollar für eine Zweiraumwohnung. Bei uns ist es halt sehr viel niedriger. THCS bietet leere Wohnungen an nach der Bedürftigkeit und in chronologischer Reihenfolge auf der Warteliste. Und jede siebte leere Wohnung muss mit einer bedürftigen Familie belegt werden. Und wir sind auch ein Mitglied von verschiedenen Bundesorganisationen und wir möchten damit inklusive und günstige Wohnungen fördern. Thank you very much and stay up there and take a seat. Ja, vielen Dank. Bleiben Sie am besten dort oben. Und vielleicht kann Alexander auch mit auf die Bühne gehen, dass er nicht so alleine da sitzt. Sie sind der Nächste, Morgan. Und er kommt auch aus den USA, aus Washington D.C. Und er stellt den Fair Housing Act, das Gesetz aus den USA, vor und sagt, was er tut im Rahmen dieses Gesetzes. Und es ist eine Herausforderung, das in 10 Minuten zu machen. Und deshalb hat er mich gebeten, ihm ein Signal nach 5 Minuten zu geben und dann auch nach 2 Minuten noch. Und das mache ich. Sie haben das Wort. Danke und danke auch an die Dolmetscherinnen und dass sie mir erlauben, Englisch zu sprechen. Ich bin
oder ich arbeite für die National Fair Housing Alliance. Das ist eine wohltätige Organisation in den USA. Und man hat mich gebeten, über Fair Housing und die entsprechende Umsetzung zu sprechen. 50 Jahre entsprechendes Gesetz, dann ein Überblick über die Schutzmechanismen und dann zur Umsetzung. Das Gesetz zum Thema Fair Housing, faires Wohnen, wurde als Reaktion auf Dr. Kings Mord erlassen. In Chicago ging es genau in den 60er Jahren um dieses Problem. Martin Luther King wurde 68 erschossen und das führte zu entsprechenden Aufruhren im gesamten Land. Und dann wurde das entsprechende Gesetz zum Thema faires Wohnen erlassen. 50 Jahre also, dieses Jahr wurde immer wieder diskutiert, was man erreicht hat und was noch zu tun bleibt. Unser Büro hat einen Dokumentarfilm erstellt über die 7 Tage. 7 Tage nach der Ermordung von Dr. Martin Luther King und der Erlassung des Gesetzes. Und man kann sagen, dass das wirklich eine sehr umstrittene Maßnahme damals war. Und dann gibt es eine Zeitschiene der entsprechenden Ereignisse nach dem Erlass des Gesetzes. Walter Mondale, das ist einer der Mitautoren des Gesetzes, sagte, dass zivile oder die Bürgerrechte, die ignoriert wurden. Und wir haben sehr viel mit diesem Gesetz erreicht, muss ich sagen. Und er hat gesagt, dass das entsprechende Gesetz ein Versuch war des Kongresses, Dr. King umzusetzen in ein lang anhaltendes Gesetz und Statut. Und das ist die Geschichte eines 50-jährigen Erfolgsprojektes oder Ansatzes. Nun, was haben wir erreicht? Man kann sehr viel sagen, was diese Bilder hier angeht. 1968, das war zu Zeiten der Unruhen nach dem Mord von Martin Luther King. Dann 2015 in Baltimore, das passierte nach dem Mord an Freddie Gray, einem unbewaffneten Schwarzen, der von der Polizei erschossen wurde. Und dann der KKK-Marsch aus dem Jahre 1928 hier in Washington, D.C. Und dann hier rechts letztes Jahr Charlottesville, die White Nationalists bei ihrer Demonstration. Also Diskriminierung ist nicht vorbei. Es gibt Rassismus, es gibt sehr viele Vorurteile. Und vorhin sagte jemand, Diskriminierung mit einem Lächeln oder eine Drehtür-Diskriminierung, wie das bei uns genannt wird. Kommen Sie rein, dann schüttelt man die Hände, aber man führt Sie in der gleichen Tür wieder hinaus. Und wie steht es nun um die mit der Behandlung von Mietern? Wir haben nachhaltige Probleme, was die Wohnungssegregation angeht. Das begann alles in den USA durch Bundespolitiken. Das ist eine rote Linienkarte, die Sie hier sehen. Und wenn Sie sich die Ressource oder die Quelle anschauen, dann sehen Sie, dass wir entsprechende Karten haben für die USA. Und dort wird identifiziert, wo entsprechende Kredite für Hauseigentümer angeboten werden und wem. Heute kann man sich genau anschauen, wer dort lebt. Und man sieht, dass genau die Leute, die als Konsequenz dieser Politik sich dort angesiedelt haben, auch dort heute noch leben. Das sind keine expliziten roten Linien, aber es gibt diese Praktiken, die im Hintergrund existieren und das perpetuieren. Dann geht es um die Segregation und das hat Auswirkungen auf unser Leben in den USA überall. Hier natürlich sehr viel Hauseigentümerschaft, weiße Haushalte 2009, mehr als $113.000 zur Verfügung in einem Durchschnittshaushalt. Die African-American-Haushalte hatten nur 5.600 zur Verfügung. Jetzt sprechen wir kurz über die Verbindung zwischen Segregation und Gesundheit. New Orleans, da komme ich her. Hier die Postleitzahl links und die schwarze Postleitzahl rechts. Und dann schauen Sie sich hier unten an, die Lebenserwartung in der weißen Postleitzahl 80 und in der schwarzen Postleitzahl 54 Jahre. Und also, das ist hier von mir erstellt. Das entsprechende Gesetz wurde erlassen, um 2 Ziele zu erreichen. Die Wohndiskriminierung abzuschaffen und entsprechende Wohnintegration zu fördern. Wir haben noch sehr viel Arbeit zu leisten in Bezug auf das 2. Ziel insbesondere. Das Gesetz wurde 1968 erlassen, um
Ethnizität, die Hautfarbe, Religion und so weiter zu schützen. Es war also ein Antidiskriminierungsgesetz. Dann wurden die Menschen mit Behinderungen und die Familien mit Kindern später hinzugefügt. Es gibt eine ganze Reihe von staatlichen und lokalen faires Wohnen-Gesetze. Dann gibt es zusätzlich geschützte Gruppen. Es geht hier um das Alter, den Familienstand, sexuelle Orientierung und die Liste lässt sich fortsetzen. Dann, wie steht es mit den Transaktionen? Es geht um den Verkauf von Wohnraum, es geht um das Mieten von Wohnraum und es geht um andere Wohntransaktionen. Und was sind die Rechtsmittel, die einem zustehen nach dem Gesetz? Einmal einstweilige Verfügungen, das kann Zugang zu einer Wohneinheit sein. Dann geht es um entsprechende Schadenersatzleistungen, sowohl emotionaler Notstand als auch entsprechende Ausgaben, die man hat als Folge von Diskriminierung. Dann geht es um Rechtsanwaltskosten. Es geht um Rechtshilfe. Also wenn man ein entsprechendes Gesetz hat, dann geht es nicht nur um Schadenersatz, sondern es geht auch um Rechtshilfe, also um das Zahlen von Rechtsanwaltskosten. Man darf nicht diskriminieren, besagt das Gesetz. Aber wie kann man beweisen, dass man diskriminiert wurde? Hier gibt es entsprechende Maßnahmen, die eingeführt wurden in diesem Gesetz. Unterschiedlichste Herangehensweisen zu beweisen, dass es beabsichtigte Diskriminierung gegeben hat. Und es gibt disparate entsprechende Diskriminierung. Man kann sagen, wir haben eine neutrale Politik oder eine nicht diskriminierende Strategie und Politik, die wird dann umgesetzt und hat einen diskriminierenden Effekt. Und das kann man auch als diskriminierend ansehen. Und dann zum Beispiel Mietverhältnisgrenzen, keine entsprechenden Gutscheine oder die Möglichkeit, etwas zu kaufen. Dann die Umsetzung des Gesetzes. Es gibt unterschiedlichste Bundesbehörden, einige Staatsbehörden und auch private Institutionen. Der Löwenanteil befindet sich hier unten. Es geht um das private Segment. Das ist die Nationale Fair Housing Alliance, meine Organisation. Wir sind eine Mitgliedsorganisation. Und wenn Sie unsere Website besuchen, dann sehen Sie, wer bei uns Mitglied ist und wie unser Vorstand zusammengesetzt ist. Zufällig gibt es gute Rechtsprechung nach dem entsprechenden Gesetz, was das Standing von Organisationen angeht, dass also Private letztendlich auch hier Klagen anstrengen können, wenn Diskriminierung vorliegt, also wenn es darum geht zu beweisen, dass Diskriminierung vorliegt. Und da gibt es dann die Möglichkeit, entsprechende Leute auszusenden und die Dinge zu testen und zu überprüfen. Es gibt eine wunderbare Radioserie, die Sie hier sehen. Und Sie können sich auch einen der Fälle anschauen, die wir vor Gericht gebracht haben. Hier unten die entsprechende Internetverbindung. Also, wir haben mehr als 4 Millionen Fälle von Diskriminierung in den USA jedes Jahr und 28.000 Rechtsumsetzungsfälle. Das heißt, sehr viel Diskriminierung wird nicht geahndet. Dann Behinderung, Ethnizität und Familienstatus. Das sind die Dinge, die hinzugefügt wurden in jüngsten Jahren. Dann hier einige NFHA-Fälle. Hier oben gegen ein großes Versicherungsunternehmen. Es gab keine entsprechende Risikoversicherung für Leute, basierend auf Diskriminierung, basierend auf Leuten, die nicht sehr viel Einkommen hatten zum Beispiel oder einer bestimmten ethnischen Gruppe angehörten. Dann eine anhängige Klage gegen Facebook. Facebook ist eine soziale Medienplattform, aber es ist auch ein riesiges Werbeunternehmen und damit kann man ganz bestimmte Zielgruppen angehen. Und das ist ein Problem im Wohnungsmarkt. Das faire Wohngesetz sagt, man darf nicht diskriminierend werben. Und wir sagen, dass die Struktur, dass die Plattform, die Facebook fördert, um die entsprechenden Leute anzusprechen, diskriminierend ist. Dann Hurricane Katrina im Jahre 2005. Da gab es hier diese entsprechende Verordnung. Das wurde auch vor Gericht in Frage gestellt. Man durfte bestimmten Leuten oder bestimmte Leute durften kein Blut spenden. Und
Da wurde dann gesagt, das war rassistisch und diskriminierend. Dann einen weiteren Fall, den wir angestrengt haben. Louisiana hat das größte Umbauprogramm in den USA. Und das basiert auf dem Wert des Hauses vor dem Hurricane. Und das diskriminiert die African-American-Gemeinschaften. Wir haben gesagt, wir brauchen eine neutrale Wertbasis zur Berechnung des Wertes eines Hauses. Es gibt ein Mandat, das sagt, dass bestimmte Dinge Anwendung finden müssen für alle. Da kann man noch sehr viel mehr ins Detail einsteigen. Aber es gibt hier einige Publikationen. Der jährliche Fair Housing Trends Bericht. Und dann gibt es eine monatliche Publikation zu Rechtsentscheidungen gemäß dem Gesetz. Unter dieser amerikanischen Regierung gibt es natürlich riesige Herausforderungen, das muss ich noch sagen. Strategische Dinge sind sehr viel schwieriger geworden mit der derzeitigen amerikanischen Regierung. Das war nur ein ganz schneller Überblick. Vielen Dank. Ja. Thank you very much, Morgan. Vielen Dank, Morgan. Das war keine ganz einfachen 10 Minuten. Ich wünschte, dass wir 30 Minuten gehabt hätten, denn Sie haben so viele spannende Sachen gesagt, für die ich mich interessiere. Aber ich bin in der glücklichen Situation, dass wir morgen uns zum Mittagessen noch mal sehen. Dann hören wir noch mal mehr. Jetzt kommen noch zwei Damen aus Schweden. Anna Eriksson und Anna Werner werden etwas über das aktuelle Projekt sich gegen die Diskriminierung im Zugang zu Wohnraum vorstellen. Und sie arbeiten für das Ombudsbüro in Schweden. Vielen Dank, Anna und Anna. Ja, Handlungsbedarfe der Antidiskriminierungsarbeit im Handlungsfeld Wohnen. Wir kommen vom Ombudsbüro für Gleichberechtigung in Stockholm und uns gibt es seit dem 1. Januar 2009 und ersetzen damit die vier früheren Ombudsleute. Und die Hauptaufgabe ist, gegen die Diskriminierung vorzugehen. Und Agneta Bromberg ist die Ombudsperson. Das Ombudsbüro hat den Mietmarkt als einen Bereich in der schwedischen Gesellschaft identifiziert, wo es Diskriminierung gibt und wo es das Risiko für Diskriminierung gibt. Deswegen hat sich die Ombudsfrau entschieden, dass dass zwischen 2017 und 2020 dieser Bereich der Schwerpunkt der Arbeit sein wird. Und die Diskriminierung im Wohnungsmarkt in Schweden hat mit der Art der Regulierung dieses Marktes zu tun. Und das so, wie die Diskriminierungsgesetzgebung reguliert ist. Es gibt keine direkte Gesetzgebung, die das Recht auf Wohnraum und damit einhergehende Verpflichtungen der lokalen Behörden festlegen würde. Es wird Mietwohnungen für die Öffentlichkeit angeboten. Die Diskriminierung im Mietmarkt haben damit zu tun, wie die Stakeholder und der Mietmarkt die Gesetze, die es gibt, umsetzen und ihre eigenen Politik, Regeln und Praktiken umsetzen. Die Diskriminierung im Wohnungsmarkt ist sehr komplex und um etwas zu verändern, hat die Ombudsfrau sich entschieden, dass wir uns auf diese zwei Problembereiche konzentrieren. In den nächsten Jahren werden wir versuchen, strategisch zu arbeiten, um diese Erscheinungsbilder zu verändern. Die identifizierten Probleme in diesem Projekt sind A, fehlende Transparenz und Vorhersagbarkeit in dem Zuweisungssystem, was zur Diskriminierung führen kann, und B, Vermieter nutzen Mietkriterien, die diskriminierend sind oder die zu Diskriminierung führen können. Und
Sie wenden die Kriterien in eine diskriminierende Art und Weise an. Was wissen wir nun heute? Laut schwedischem Gesetz müssen Gemeinden, wenn notwendig, Housing Services, Wohnleistungen anbieten. Nur 12 von 119 Gemeinden haben eigene Wohnungsbaugesellschaften. 13 Gemeinden haben Verbindungen zu einer der Wohnungsbaugesellschaft einer anderen Gemeinde. Es gibt außerdem noch andere Möglichkeiten für die Behörden, Wohnungen zuzuweisen. Mehr als 270 Gemeinden haben ein oder mehrere öffentliche Wohnungsbaugesellschaften und sie alle haben ihre eigenen Wartelisten. Und auch private Vermieter haben häufig auch ihre eigenen Wartelisten. Das Zuweisungssystem und die Mietkriterien auf dem Wohnungsmarkt sind deutliche Beispiele für diskriminierende Strukturen, die Auswirkungen auf das Recht auf Wohnraum haben. Beide Systeme mit einem, es gibt keine Transparenz und Klarheit, das fördert willkürliche Entscheidungen, was natürlich zu dem Risiko der Diskriminierung führt. Zu dem Antidiskriminierungsgesetz gibt es einige Regelungen, wie Wohnungen vergeben werden sollten in Schweden. Um das zusammenzufassen, eine fehlende Transparenz im Zuweisungssystem sind neben dem Antidiskriminierungsgesetz und keine klare Dokumentierung führt zu enormen Schwierigkeiten, um die Antidiskriminierungsarbeit im individuellen Fall zu verbessern. Und das führt, dass der Diskriminierungsschutz nicht so stark ist, wie er sein könnte, was natürlich wiederum ein Risiko der Diskriminierung ist. Und Anna wird jetzt darüber sprechen, wie die Kriterien zu Diskriminierung führen können. Wir freuen uns sehr, hier zu sein und über dieses wichtige Thema zu sprechen. Und wir befassen uns mit Diskriminierung und was wir in unserem Projekt machen. Wir haben das Antidiskriminierungsgesetz in Schweden, dass alle, die Wohnungen anbieten, dürfen nicht diskriminieren. Wir haben einige Fälle untersucht und haben einige diskriminierenden Kriterien gefunden. Die meisten beziehen sich auf ethnische Zugehörigkeit. Vor einigen Jahren gab es einen Fall, in dem jemand sich bei dem Ombudsbüro beschwert hat, dass der Vermieter eine Aufenthaltsgenehmigung verlangt hat, eine ständige Aufenthaltserlaubnis verlangt hat für die Vermietung. Und der Vermieter hat gesagt, wir haben mit der Untersuchung beginnen. Und der Vermieter sagte, so kann ich sicherstellen, dass jemand auch ein Einkommen hat. Denn ohne Aufenthaltsgenehmigung kann jemand ja aus Schweden abgeschoben werden und ich bekomme dann meine Miete nicht mehr. Wir haben diesen Fall untersucht und haben gesagt, dass ein solches Kriterium zu indirekter Diskriminierung führt, weil diejenigen, die keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung haben, damit diskriminiert werden. Das war einer unserer Fälle. Und wir befassen uns auch damit, welche Kriterien zu Diskriminierung im Bereich der Vermietung führen kann. Ein weiterer Fall, mit dem wir uns befasst haben, war ein Fall, in dem ein Vermieter, als er herausgefunden hat, dass jemand einziehen wollte, behindert war und einen persönlichen Assistenten hatte. Und der Vermieter hat dann gesagt, ich muss hier die Miete erhöhen, weil ja ein persönlicher Assistent auch in der Wohnung wohnen wird. Und das kostet dann ja mehr. Und wir haben diesen Fall untersucht und haben dann gesagt, das ist direkte Diskriminierung in Bezug auf die Behinderung. Und dann gab es noch und wir hoffen, dass wir das verändern können in Bezug auf diese Kriterien, die von Vermietern festgelegt werden. Was wir aber jetzt sehen können, ist, dass es einige Kriterien gibt, die Vermieter in Schweden
aufsetzen. Und das machen wir in Schweden, wie wir sehen, wie wir mit unterschiedlichen Kriterien arbeiten können, die die Vermieter anwenden. Und wir schauen uns mit möglichen Kriterien an, wie sie aussehen könnten und was dann vielleicht eine Verletzung des Antidiskriminierungsgesetzes bedeuten könnten. Dies sind Kriterien, in denen die Vermieter bestimmte Einkommensgruppen ausschließen. Also zum Beispiel, wenn man eine Unterstützung aufgrund seiner Behinderung bekommt oder in Schweden bekommt man Sozialleistungen, wenn man als Immigrant gerade nach Schweden gekommen ist. Und wenn diese Einkommensarten ausgeschlossen werden, dann wäre das eine Verletzung des Antidiskriminierungsgesetzes. Und damit befassen wir uns in den nächsten Jahren in unserem Projekt und wir versuchen, dies zu verändern. Um das zusammenzufassen, wir sehen, dass viele Kriterien zu Diskriminierung führen können oder wahrscheinlich führen werden. Und wir wollen sicherstellen, dass es nicht solche diskriminierenden Kriterien gibt. Und was wir bisher gesehen haben, ist, dass es häufig Kriterien angewandt werden, die auf der Grundlage der ethnischen Zugehörigkeit angewandt werden. Das Ziel dieses Projektes ist es also, die Transparenz und Vorhersagbarkeit des Mietsystems zu verbessern und um diese willkürlichen diskriminierenden Kriterien zu verhindern, sodass sie nicht diskriminierend angewandt werden. Und das ist nicht leicht, wie Sie mit Sicherheit alle wissen. Wir möchten dann hier nochmal diese Pyramide zeigen, was wir machen, um Mietwohnungen ohne Diskriminierung zu erreichen. Wir befinden uns jetzt in Phase 3 und neben anderen Dingen versuchen wir, das Ombudsbüro als wichtigen Stakeholder in diesem Bereich einzuführen. Wir werden mit Forschern zusammenarbeiten, mit lokalen Antidiskriminierungsorganisationen. Wir bieten Seminare und Trainings an. Und wir informieren die Regierung in Bezug auf den Wohnungsmarkt. Und in Phase 4, in der letzten Phase, werden wir unser Wissen und Erfahrungen in einem Bericht zusammenfassen. Und wir hoffen, dass wir dann auch zu einigen Empfehlungen kommen, wie man die identifizierten Probleme lösen kann. Unsere Erwartung ist, dass die Stakeholder auf dem Wohnungsmarkt dann in der Lage sein werden, die Mietkriterien, die zur Diskriminierung führen können, zu identifizieren und, falls nötig, ihre Kriterien zu ändern, dass sie das Antidiskriminierungsgesetz nicht mehr verletzen. Wir hoffen, dass wir in 2 Jahren zurückkommen können und die ganzen Ergebnisse vorstellen. Ich dachte, das ist nicht die Treppe zum Himmel, Stairway to Heaven, sondern die Treppe, die hochführt zu fairem Mieten und fairem Wohnen. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen vieren für Ihre Beiträge. Wir haben ja ein bisschen später angefangen und deswegen möchte ich auch noch einige Minuten anhängen, denn ich möchte zumindest noch ein klein wenig Diskussion haben mit den Konferenzteilnehmerinnen. Was ich gehört habe, Sie haben das vielleicht nicht so formuliert, aber die 4 wichtigen Punkte, die ich herausgehört habe, waren: einmal, wir brauchen vernünftige Gesetze und wenn das nicht vernünftig genug ist, dann muss man die Gesetze ändern. Ich habe auch gehört, wenn es Gesetze gibt, dann muss man sie auch anwenden. Man muss dann vielleicht auch zum Einklagen bei Gericht und in Kanada haben wir gelernt, dass man einen Aktionsplan braucht, Ziele, für die man arbeitet. Und man braucht Kriterien, entlang derer man arbeiten kann. Diese 4 Aspekte geben vielleicht einen Hinweis, wie wir mit der deutschen Situation umgehen könnten. Wie sehen Sie das? Gedanken, Anmerkungen? Wenn es keine Gedanken gibt, doch, dort ist ein Gedanke. Unser Rechtsexperte aus Berlin hat viel über die Defekte und die Mängel des deutschen Gesetzes erzählt. Ich frage mich, wie wir das in einem politischen System ändern können, das nicht sehr mieterfreundlich ist. Was wären hier Ihre Vorschläge? Wie könnten wir es schaffen, die
50-plus-Regel in der Antidiskriminierung im Bereich des Wohnungsmarktes angehen. Vielen Dank. Wir haben versucht, die AGG schon seit Jahren zu ändern, aber das geschieht einfach nicht. In den nächsten Jahren wird das wahrscheinlich auch nicht der Fall sein. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Gerichte zu nutzen. Das versuchen eine NGOs, strategische Verfahren anzustrengen, damit Gerichte dann sagen, dass die AGG das europäische Recht verletzt. Wenn jemand weniger als 50 Einheiten hat und wenn man das dann, solche Entscheidungen von Vermietern dann vor Gericht bringt und wenn dann das Gericht nur hoch genug ist, dann könnte das vielleicht dazu führen, dass das Gesetz geändert wird. Gedanken zum Aktionsprogramm. Wenn nicht, dann können wir ja einfach mit dem Programm weitermachen. Gut. Ich wollte die schwedischen Kollegen fragen, geht ihr auch vor Gericht? Haben Sie das Mandat auch, ein Verfahren anzustrengen? Denn Sie haben ja dieselbe Probleme mit der EU-Gesetzgebung, die sich ja von der schwedischen Gesetzgebung unterscheidet. Wir haben den Anfang des Vortrags nicht ganz verfolgen können, weil wir am Anfang noch keine Kopfhörer hatten und da hatten wir keine Verdolmetschung. Also wir wissen nicht so genau, was das Problem des deutschen Rechts ist, aber wir können das machen und wir unterstützen auch Einzelpersonen, die vor Gericht ihre Rechte einklagen wollen, weil sie diskriminiert worden sind. Und wir haben ungefähr 10 bis 20 solcher Gerichtsverfahren im Jahr. Und das ist auch Teil unserer Finanzierung. Wir nutzen die Gelder auch für diese Verfahren. Sie machen auch Verfahren und das setzen Sie auch strategisch ein. Haben Sie das Gefühl, dass sich dadurch etwas verändert? Oder ist das schwierig zu sehen? Wir nutzen die Gesetzgebung des Fair Housing Act und wir beteiligen uns stark daran. Und zwei Fälle waren vor dem höchsten Gericht in dem Bereich fairen Wohnen. Eins in 2015 und das hatte war auch die Frage, ob man hier Schadensersatz beantragen kann. Und wir hatten ja einen sehr konservativen Supreme Court, der das aufgegriffen hat, dreimal, 2011, 2013 und 2014. Und in den zwei vorangegangenen Fällen wo gab es eine außergerichtliche Einigung. Und dann wurde die Klage zurückgezogen und als der Supreme Court eine Entscheidung gefällt hatte, bestand die Sorge, dass diese 40 Jahre der Rechtsprechung des obersten Gerichtes überwerfen würden. Aber Richter Kennedy hat dann eine Entscheidung beeinflusst in Bezug auf der Umruhen in Baltimore und als das Gesetz verabschiedet und bezog sich auf den Fair Housing Act. Wir sind wirklich sehr aktiv für Friend of the Courts Schriften, Amicus-Schriften und die Fähigkeit, Vermieter zu verklagen in Bezug auf Diskriminierung, wenn Mieter vor Gericht gehen wollen. Das ist etwas, was vom obersten Gerichtshof auch immer wieder aufgefordert wird, dass das zum obersten Gericht gebracht werden sollten. Und wir haben hier eine ganz strategische Herangehensweise. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir weiter noch davon erfahren werden, wenn Sie wieder zurück sind, dass wir in Kontakt bleiben, um von Ihren Erfahrungen auch profitieren können, in Schweden zum Beispiel. Sie haben auch eine Frage.
Ich wollte Vincent Tong noch fragen, was geschieht, wenn man die Wohnungen renoviert? Was ist dann mit der Miete? Es gibt hier Preiskontrollen, wir erhöhen die Miete nicht. Im Rahmen des Entwicklungsprogramms werden ungefähr 4.800 Sozialwohnungen umgebaut und die Miete ist garantiert, denn die Höhe der Miete richtet sich nach dem Einkommen. Also wenn man staatliche Unterstützung bekommt, dann zahlt man weiterhin die Miete, die man bislang gezahlt hat. Es gibt natürlich ein Problem. Es gibt Mieter in Sozialwohnungen, die staatliche Unterstützung bekommen, aber dann übersteigt ihr Einkommen eine bestimmte Hürde, dass sie nicht mehr berechtigt sind. Dann zahlen sie eine marktübliche Miete, die aber noch unter der eigentlichen Vergleichsmiete liegt. Und sie haben auch das Recht, nach einer Renovierung wieder zurückzukommen. Und sie zahlen dann auch weiterhin dieselbe Miete, die sie vor der Renovierung bezahlt haben. Und wir haben eine Steigerung von 2% Steigerung für die Zeit, die sie nicht in der Wohnung sind, aber die Miete bleibt gleich. Wir haben eine Diskussion in Schweden, denn wenn hier die Häuser, die in den 60er Jahren gebaut worden sind, saniert werden, dann wird die Miete so hoch, dass diejenigen, die vorher da gelegt haben, sich nicht mehr leisten können, dort weiterzuleben. Ich spreche hier über Sozialwohnungen. Das sind ja staatliche Wohnungen. Die Miete ist deswegen fest. Und die Regierung von Ontario hat vor kurzem ein Gesetz verabschiedet, um die Miethöhe festzulegen. Und man darf nicht mehr als 2% die Miete pro Jahr anheben. Jetzt haben wir aber eine konservative Regierung in der Provinz bekommen. Sie haben jetzt diese Mietpreisbremse wieder verändert und dass Wohnungen, die auf dem Mietmarkt angeboten werden, die nach der Verabschiedung des Gesetzes vor ein oder zwei Wochen, dass es jetzt diese Mietpreisbremse nicht mehr gilt. Und diejenigen, die Wohnungen, die vor 2018 vermietet worden sind, haben eine Mietpreisbremse. Und diejenigen, die ab jetzt vermietet werden, haben keine Mietpreisbremse mehr. Es gibt hier noch eine weitere Frage. Vielen Dank für die Vorträge. Ich habe noch mal eine Frage an Vincent Morgan und Anna. Ich würde gerne wissen, welche gesellschaftlichen Gruppen und welche Bürgerrechtsgruppen sind hier die treibenden Kräfte in ihren Ländern? Das sind ja ganz alte Themen, auch in Deutschland. Es sind aber meistens Minderheiten, die Opfer von Diskriminierung werden, vor allen Dingen rassistischer Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Und als Konsequenz war das eigentlich niemals ein großes Thema, weil die weiße Mehrheit ja darunter nicht gelitten hat. Ich würde gerne wissen, wer steht dahinter? Ist das das Antidiskriminierungsgesetz, das diese strategischen Ausrichtungen prägt und die Institutionen? Das ist ein neues Phänomen, das ist eine neue Diskussion in Deutschland, aber das ist ein ganz altes Thema. Ich würde gerne wissen, wer ist die treibende Kraft hinter dieser Politik in Ihren Ländern? Vielleicht fangen wir auf der einen Seite an und gehen dann einmal rum. Im Kontext von Toronto ist es schon recht einmalig. Wir haben sehr aktive Mieter, die sich für Veränderungen eingesetzt haben. Wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie die hier auf dem Panel und auch das, was wir heute Vormittag gehört haben.
Der Menschenrechtskodex in Ontario ist nur so stark, wie er umgesetzt wird. Es gibt natürlich Bevölkerungsgruppen in Toronto, die nicht wissen, dass diese Rechte geschützt sind. Aber was wir gesehen haben, sind sehr, sehr viele Mieter, die besser informiert sind und dann diese Regeln in Frage stellen. Also zum Beispiel die Erfordernisse für die Zugänglichkeit. TJC, wir können das natürlich jetzt zeigen, aber wir haben diese Veränderungen angestoßen. Es war eine Gruppe von Mietern, die Mobilitätseinschränkungen hatten, die dies vor Ort erfahren haben. Und sie konnten keine Wohnung finden, die ihren Bedürfnissen entsprachen. Und sie sind vor den Menschenrechtshof gegangen in Ontario und haben das eingeklagt in den Vereinigten Staaten. Sind das die lokalen Wohnungszentren, die treibende Kraft hauptsächlich sind, und dass sie werden hauptsächlich finanziert durch ein Bundesmietfinanzierungsprogramm zwischen 35, 40 Millionen Dollar fürs gesamte Land, aber das unterstützt diese Organisation, eine Art Mieterbünde im ganzen Land, und die dann diese Gerichtsverfahren auch finanziert, die im Jahr stattfinden. In Bezug auf die Diskriminierung sind das die lokalen Antidiskriminierungsorganisationen und auch das Ombudsbüro, das Antidiskriminierungsombudsbüro in Schweden. Wir sehen aber, dass Wissen fehlt, was eigentlich Diskriminierung ist. Wir müssen also mit den verschiedenen beteiligten Akteuren auf dem Mietmarkt über Diskriminierung sprechen und auch die Zivilgesellschaft stärken. Gut, vielen Dank. Und ich fürchte nun, dass wir jetzt zum Schluss kommen müssen, denn es gibt ja noch mehr heute Abend. Ich möchte Ihnen danken, vor allen Dingen, die so weit gereist sind nach Berlin, dass Sie hergekommen sind, um über Ihre Erfahrung zu sprechen. Vielen Dank. Ich quatsche alle über Wohnung. Hallo? Ich suche auch eine Wohnung. Ich bin hier auch diskriminiert. Ja, immer ihr redet über uns und nie mit uns. Wo ist ein Mikro? Ich brauche ein Mikro. Ich habe auch was zu sagen. Ich komme gerne her, ja. Hier kann ich mal quatschen. Hallo, mein Name ist Gillette Eiche. Ja? Dankeschön. Oh, well, I don't know if they can translate what I'm saying, but thank you very much. I heard whatever you said. It was very interesting. Es war sehr interessant, was Sie hier gesagt haben. Die Deutschen denken immer, dass wir nur Türkisch können, aber wir können auch Englisch, Spanisch, Kurdisch, Arabisch. Es ist sehr gut, dass Sie hier sind. Wie heißen Sie? Morgan. Ah, wie morgen. Also, Sie hatten einen langen Tag. So, jetzt, ich komme selber durcheinander. Also, die Sache ist so, gut, dass ihr hier seid, weil, voila, ich kriege keine Wohnung. Ich schwöre auf alles, wenn ich dir erzähle, was wir Kanaken machen müssen, um eine Wohnung zu kriegen. Ganz ehrlich, du würdest anfangen zu weinen. Du würdest ein Taschentuch rausholen und du würdest machen, es tut mir leid. Verstehst du? Aber du weißt ja schon, deswegen seid ihr alle hier. Aber manchmal, man braucht noch mal, weil, guck mal, ihr habt ja auch geredet so darüber, was ist Diskriminierung eigentlich? Keiner weiß. Guck mal, alle wissen, aber keiner will einsehen. Alle wissen. Ganz ehrlich, seitdem Gauland gesagt hat, neben Boateng will keiner wohnen, kannst du mir nicht erzählen, du weißt nicht, was Diskriminierung ist. Tut mir leid. Kannst du nicht, es ist öffentlich verkündet worden, verstehst du? Es ist so. Also müssen wir rausfinden, warum wollt ihr Weißen nicht neben uns wohnen? Das ist doch ein guter Anfang, oder? Dass man rausfindet, was ist eigentlich das Problem von so einem, weißt du, also Stellvertreter für weiße Menschen. Was ist sein Problem? Weil wenn ich dein Problem weiß... Warum? Weil jetzt ist es so, ich sag dir nur, wie jetzt ist, also jetzt ist so, wenn du schwarze Haare hast und du kaufst, und sagen wir, du hast Kohle gemacht mit 98 Dönerläden, okay, kann ja sein. Und du kaufst dir eine Wohnung in eine schöne, wo gibt's nur blonde Menschen mit Villas. Wallah, an dem Tag, wo ich einziehe, ich senke den Immobilienwert von seinem Haus, weil er blond ist und ich dunkelhaarig. Sein Immobilienwert ist gesunken, leider.
Leider, weil jetzt kommen die Ausländer, ist nicht mehr so wertvoll. Ganz ehrlich, weil, und das ist doch ein Problem, oder nicht? Wie willst du das mit einem Gesetz lösen? Und das ist die Sache. Deshalb, ich finde, wir müssen irgendwo anfangen, weil, ganz ehrlich, Morgan, what you said about the bloodline. Ich war schockiert über die Linie. Wie kann man das machen? Diese Blutlinie, die du da beschrieben hast. Er hat gesagt, es gibt ein Gesetz, die haben nach Dings gemacht, nach dieser Katrina Sturm, dass du nur, wenn also an deine Blutsverwandte deine Wohnung weitervermieten kannst und so. Ja, aber wer hat keine Wohnung? Wir Kanaken! Wer hat eine Wohnung? Verstehst du, was ich meine? Und das ist so psycho, ganz ehrlich, mich hat das geschockt. Und wenn ich jetzt daran denke, ich sag dir jetzt unsere Tricks, wie wir manchmal versuchen, eine Wohnung zu kriegen. Guck mal, also mein Cousine und so, weißt du, was sie gemacht hat? Sie war 19 und sie wollte ausziehen. Sie wollte auch ein emanzipiertes, weißes Leben führen. Weißt du, was ich meine? Sie wollte sich anpassen. Und sie hat keine Wohnung gekriegt. Und voilà, sie hat sogar Job. Kellner. Hieß jetzt nicht so der krasseste Job, aber sie hat einen Job. Sie hat 2 Jahre gesucht, sie hat nichts gekriegt. Weißt du, was sie gemacht hat? So ein schlaues Mädchen. Sie hat sich obdachlos gemeldet. Wenn du dich obdachlos meldest, du kannst alle voll labern, du kannst hingehen bei Wohnungsamt, du kannst sagen, ich habe keine Wohnung, ich muss bei Winter gehen und auf Straße schlafen. Ich schwöre dir, sie hatte in 15 Tagen eine Wohnung. So weit ist gekommen. Also die Opferstrukturen funktionieren gut, das wollte ich nur sagen. Nur dieser emanzipierte Weg ist noch, weißt du, was ich meine, ist noch so diese zu. Wegen, weil keiner weiß, was ist Diskriminierung. Gut, dass ihr angesprochen habt, Schwestern, weißt du, weil das ist eine wichtige Sache, darüber müssen wir reden. Weil du weißt ja, der eine sagt, hör auf zu heulen, komm aus der Opferrolle raus. Weil ich sage, guck mal, wenn du mir keine Wohnung gibst, ich muss mir einen Deutschen holen, der dich belügt, dass du ihm eine Wohnung gibst und ich mit meinen 15 Leuten einziehen kann, verstehst du? Es ist so. Ich meine, Gott sei Dank gibt's diese Schlepper. Verstehst du? Ohne diese Schlepper, wir würden nichts. Und dann, auch noch clever, Deutschland, du hast mitgekriegt, für Obdachlose, du kannst ja auch nicht mehr in Ruhe obdachlos werden. Verstehst du? In Dortmund, du kriegst Strafe, wenn du obdachlos bist. Wenn du irgendwo rumlungerst bei einem Straßendings, stimmt, war in Zeitung letztens. Wenn du irgendwo rumlungerst und die erwischen dich, du bist obdachlos, yalla, du musst bezahlen. Ich verstehe aber die Logik auch gar nicht, weil obdachlos heißt ja, ich habe kein Geld. Ja, mehr heißt das auch nicht. Sonst du hättest ein Obdach. Verstehst du, was ich meine? Wie wollen die Strafe einkassieren? Dann wiederum ist der Vorteil von diesem Gedanke, wenn ich die Strafe nicht bezahlen kann, ich gehe in den Knast. Fließend Wasser, warm, Essen dreimal täglich. Gar nicht so schlechte Idee, außer wenn die großen Firmen, dann muss ich produzieren, dann muss ich Sklavenarbeit machen, weißt du? Dann muss ich so für Dings produzieren, für Hilfiger und so. Aber weil ich bin im Knast, ich kann mich ja nicht wehren. Also die Taktik an sich ist nicht so schlecht, aber schlecht. Wie soll ich sagen, es ist schwer. Guck mal, ich habe sogar eine NASA-Freundin, sie ist heute hier. Sie hat NASA studiert, also ich weiß nicht, wie man das nennt, irgendwas mit Gehirn. Und sie hat auch seit 10 Jahren, sie hat 10 Jahre eine Wohnung gesucht, 10 Jahre, aber guck mal, sie sieht niedlich aus. Niedlich. Nicht mal niedlich bringt was, verstehst du, was ich meine? Sogar darauf kannst du dich nicht mehr, du weißt auch, Sex hält und so, aber funktioniert nicht mehr heutzutage, es ist durch. Ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wo wohnst du zurzeit? Frau Ulrike? Ja? Nicht bei Obdachlosenheim, wa? Zum Glück. Also du hast eine Wohnung. Und wer hat die vermietet? Kannst du mir einen besorgen? Ja. Nein, also kein Schlepperpotenzial, ich sehe schon. Was mache ich? Ja, Schwester, wo wohnst du? Du siehst aus wie Studentenheim, sag mal. Ist schlimm da? Ist schlimm, nein, es geht. Du bist älter schon? Ja? Ihr müsst euch anfangen zu schminken. Das ist dieser minderjährigen Look. Das ist schwierig. Verstehst du, was ich meine? Deshalb schminken wir Kanaken und sowas. Glaubst du, warum wir uns die Haare blond färben? Damit wir wenigstens eine kleine Chance haben auf ein Zimmer, 33 Quadratmeter für 800 Euro warm. Es ist ein großes Problem mit diesen Dings. Und Ontario, Kanada, I just want to say, thank you. Vielen Dank für die Informationen.
Ich habe eine Frage. Sie haben gesagt, wir müssen 10 Jahre warten, oder Sie, die Leute. Aber in diesen 10 Jahren produziere ich 15 Babys. Müssen die alle dann wieder 10 Jahre warten? Ah, nur einmal, nicht 150 Jahre warten dann. Nur einmal, okay, okay. Also das war eine wichtige Frage, die ich hatte. Denn, ja, also ich musste das mal analysieren. Ich bin Asylsuchende. Also, ich wollte zu Ihnen kommen, aber Wir müssen dieses Problem Wallah lösen, ja, ganz ehrlich. Warum will man nicht nebeneinander wohnen? Weil, guck mal, das ist auch die Sache, was so schwierig ist in Deutschland jetzt, ist eine neue Sache, weil ihr seid ja nicht mehr Kartoffels. We have a progression over here. Because you talked about white and black, right? Sie sprachen über weiß und schwarz, aber so spricht man hier nicht mehr. Wir sagen deutsch oder nicht deutsch, nicht schwarz und weiß. Aber es ist eigentlich weiß und schwarz. Das ist es, worum es geht. Und genau über das System müssen wir sprechen. Und genau das mache ich jetzt. Ich gebe den Deutschen Hilfe, gebe ihnen Tipps. Das ist meine Arbeit, einfach weil wir sie lieben. Das sind gute Leute. Mayrol, ich bin Entwicklungshilfe für euch, weißt du, weil ihr braucht auch Entwicklung. Und wie machen wir das jetzt mit dieser, weil ihr seid ja auch weiß, weißt du. Ist hart. Eure Leute drehen richtig durch gerade. Gelbeweste.com, hast du mitgekriegt? Ich will nur die aktuellen Sachen ein bisschen an, weil es ist, was machen wir jetzt mit dieser Sache? Weil es ist ja so, jetzt kommen die Rechten. Und bei ihm, wer hat gesagt, bei dieser Conservative, your Conservative Party had fucked up everything. Let's say how it is. Diese Conservative, erst die hatten eine gute Idee, okay? Wie bei uns, die Linken oder Grünen oder Menschenfreunde. Und Humanismus. Und dann, es kommen diese andere, diese Konservative, machen alles kaputt. Und genau das passiert jetzt auch hier, verstehst du? Wie wehren wir uns gegen die? Das ist die Frage. Wie halten wir zusammen? Ich habe ein paar Ideen. Zum Beispiel, man könnte doch dafür sorgen, dass 50% von allen Hausverwaltungen in Deutschland Kanaken drin sind. Hallo, guten Tag, Hausverwaltung Mehmet Aslan. Ich weiß Ihre Probleme. Ich weiß, du brauchst eine Küche, die zu ist wegen deinem Kopftuch. Ich kenne die Sache. Du brauchst mir nichts erklären, verstehst du? Du hast den Druck nicht mehr, dass du immer der Diskriminierer bist und er hat einen Job und der andere hat eine Wohnung. Läuft! Ist zum Beispiel jetzt eine Idee von so vielen Ideen, aber das zum Beispiel könnte man machen. Oder was könnte man noch machen? Oder man könnte wirklich noch mehr versuchen, über dieses ganz schlimme Wort zu reden, weißt du? Kennst du das schlimme Wort? Rassismus. Und warum das so geworden ist, weißt du, das ist ja auch eine Frage. Weil wenn die meisten Leute nicht wissen, what is discriminatory and what is victim role, you know? Was ist was hier? Denn wenn man diskriminiert, dann ist der andere in der Opferrolle. Und wenn man in der Opferrolle ist, dann ist der andere diskriminierend. Also wer hat recht? Und ich glaube, dass dieser Kern von dieser humanistischen Geschichte, Recht hat immer der den Kürzeren zieht. Ist so. Oder nicht? Also 53 Millionen Milliarden Steuerbetrug. Wer hat jetzt recht? Der dich abgezogen hat oder du, dass du heulst? Sag mal jetzt. Es ist gar nicht so schwer, es ist eine ganz leichte Rechnung. Wer ist der Schwächere von dieser ganzen Geschichte? Und derjenige, da muss man gucken, wie kann man das unterstützen? Weil am Ende des Tages, Schwester, ihr sterbt's aus. Verstehst du, was ich meine? Ihr macht nicht mehr von euch. Aber wenn wir jetzt mehr von uns machen, weil wir sind diese expandierende Gruppe, weißt du? Weil irgendwann, du wirst deine Haare dunkel färben, weil du hältst nicht mehr aus. Verstehst du, was ich meine? Du sagst, gib mir diese billigen Strähnchen, dann ich gehöre dazu. Ist mir egal. Ja, es sind alles Sachen, über die man sich Gedanken machen muss. Aber ich finde super, dass that you come together from okay all over the world. Sie kommen aus der ganzen Welt hierher und ich habe großen Respekt dafür, das muss ich wirklich sagen. Nicht, weil Sie hier sind, alleine, sondern weil Sie im Herzen daran glauben. Und das können wir fühlen. Und ich glaube, Unterstützung ist wichtig. Etwas gemeinsam
tun, ist wichtig. Wir müssen Dinge zusammen bewerkstelligen. Nächstes Mal rufen Sie mich an. Hey, wir haben ein Problem. Wir brauchen wirklich einen Fall, den wir hier vor Gericht bringen. Und ich sage, kein Problem. Ich weiß. 80 Billionen Trillionen Fälle kenne ich. Weißt du? Together. Es geht darum, dass wir zusammenarbeiten. Schön, hast du auch mitgekriegt, Brille? Da hinten, Kanake mit Abi. Hast du mitgekriegt? Und es, nicht du, diese andere. Hinter dir sitzt dein Klon, wallah. Hallo, ja, Bruder, er trägt Marco Polo. Ich sterbe, ja, oha. Bruder, wir tragen Gucci. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Pass dich mal an bei uns. Verstehst du, was ich meine? Das driftet ab. Also manchmal, aber weißt du, was manchmal bei uns hilft? Manchmal, wenn du anrufst und du sagst, du willst eine Wohnung haben, du sagst, ich wähle, wallah, ich wähle CDU. Und wenn der nicht zufrieden ist, du sagst CSU. Und wenn das nicht reicht, sagst du, okay, AfD. Manchmal hilft. Oder manchmal, wenn du dir selber so, ich habe einmal getan, als ob ich blind bin, weißt du? Weil ich dachte dann, er hat Mitleid mit mir und er gibt mir die Wohnung. Und als dieser Vermieter, er hat mich gesehen und ich war voll in meiner Rolle, weißt du, ich war blind und so. Und dann irgendwie, ich habe nur gehört, nein, sie kriegen die Wohnung nicht. Und dann, ich war, also du weißt doch, manchmal, man ist dann ganz doll in seiner Rolle. Ich war ja blind, ich habe nicht mitgekriegt, dass sein Knie, sein Kopf in mein Knie reingegangen ist. Ich hab gar nicht mitgekriegt, weißt du. Was soll man auch machen? Manchmal hat man keine andere Wahl. Hast du so schon mal eine Wohnung gesucht, Schwester, sei ehrlich? Nein? Hast du eine Wohnung? Geht so. Ja? Aber nicht, es reicht, ist nicht gut genug. Doch, aber wo kommt dieses Aber her? Aber. Halb, nicht ganz deine. Du hast sie noch nicht übernommen. Heirate, ist egal. Dann kriegst du auch bei Gericht die Wohnung, weißt du, was ich meine? Aber das ist ein anderes Thema. Für heute möchte ich mich bedanken. Das war's von mir, eure Gillette Eiche. Einen schönen Abend noch, viel Kraft und danke für eure Solidarität. Wallah, danke. So. Vielen Dank, Gillette Eiche. Vor allem für unsere Gäste, die aus dem Ausland gekommen sind und die Gillette Eiche nicht kennen. Eine kurze Vorstellung. Idil Nuna Baydar ist Comedian, Schauspielerin und Social Influencer. Im Dezember 2011 hat sie auf YouTube ihre ersten Videos im Genre Sozialkritik mit Hilfe ihrer Kunstfiguren Gillette Eiche und Gerda Grischke veröffentlicht. Nachdem sie die Millionenklicke durchbrochen hatte, entwickelte sie 2014 ihr erstes abendfüllendes Comedy-Programm. Seitdem tritt sie in verschiedenen Kabarett- und Comedy-Sendungen im Fernsehen auf und spielt in ihrer Rolle als Gillette Eiche in diversen Internetformaten. 2015 wurde sie mit dem Sonderpreis für Integration und Toleranz der Initiative Hauptstadt Berlin ausgezeichnet und ist ebenso Gewinnerin des Stuttgarter Besens 2016. Vielen, vielen Dank, Idil. Bis jederzeit herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, nach diesem sehr vergnüglichen Zwischenschritt kommt jetzt nochmal ein, sagen wir, ernsterer, arbeitsamerer und hoffentlich sozusagen politische Entwicklung auch noch unterstützender in dem Feld, über das wir den ganzen Tag diskutiert haben. Ich bringe mich jetzt doch nochmal ins Spiel, obwohl ich heute Nachmittag was anderes angekündigt habe, nämlich einfach, um Ihnen einen ganz kurzen Überblick zu geben, was sind eigentlich die Ergebnisse, was sind Ideen, was in dieses Leitbild Berlin vermietet fair einfließen könnte, die ein Großteil der Anwesenden heute Nachmittag entwickelt haben. Könnte ich die Präsentation kriegen? Die Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt hat als Grundlage ihrer Arbeit das AGG. Sie agiert in einem Wohnungsmarkt, der heute vielfach beschrieben wurde. Wir haben insofern nur begrenzt Instrumente, tatsächlich gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt anzugehen, beziehungsweise Präventionsmaßnahmen zu unterstützen, die den Zugang
von Benachteiligung betroffener oder Diskriminierung betroffener Menschen auf dem Wohnungsmarkt erleichtern. Was tut man in so einem Fall? Man versucht ein Commitment, ein gemeinsames Verständnis von Instrumenten, von einer politischen Haltung gegenüber diesem Thema zu entwickeln. An dieser Stelle haben wir uns entschieden, ein Leitbild vorzuschlagen. Berlin vermietet fair. Und wer sollte sich einem solchen Leitbild verschreiben, sich committen? Was könnte die Zielsetzung sein? Vision, ganz klar, Zielsetzung, Gleichbehandlung beim Zugang zum Wohnungsmarkt. Das ist das, was das AGG, was auch andere gleichstellungspolitische Gesetze vorgeben. Gleichbehandlung aber auch im Mietverhältnis. Das hat sich heute an vielen Präsentationen gezeigt, dass es ganz wichtig ist, dass sowohl Mieter, also Vermieterverhalten gegenüber Bewohnerinnen, auch im Mietverhältnis dann gleichbehandlungsorientiert bleibt. Und gleichzeitig auch zum Beispiel bei Nachbarschaftskonflikten die Kontrahenten gleich behandelt werden von beispielsweise dem Vermieter, wenn er sich einmischt, oder einer Sozialberatung, wer auch immer versucht, einen solchen Konflikt zu begleiten oder zu lösen. Was ist die Mission eines Leitbilds Berlin fair, vermietet fair? Was könnte sie sein? Zum einen natürlich, alle Akteure im Handlungsfeld sollten sich identifizieren mit dem politischen Ziel Gleichbehandlung auf dem Wohnungsmarkt. Und da geht es um diejenigen, die das Handeln in Politik, Verwaltung und im Bereich der Vermietung bestimmen. Integration und Gleichbehandlung sind Werte, die es in den Unternehmen von Vermieterinnen, wir haben bewusst sozusagen einmal die Unternehmensperspektive und dann die der Einzelvermieter gewählt, für sich definiert werden, in ihren Verbänden definiert werden sollten und könnten und dann nach innen und außen kommuniziert werden. Die dritte Mission ist natürlich, konkrete Instrumente und Strukturen zu entwickeln zur Umsetzung eines solchen, dieser Werte und auch des Leitbilds in wohnungspolitisches wie wohnungswirtschaftliches Handeln und dieses Commitment, also diese, sagen diese Instrumente und Strukturen über das Commitment zum Leitbild sichtbar zu machen. Wie gehen wir vor als Fachstelle? Natürlich haben wir uns erstmal umgeschaut, was gibt es an Vorbildern. Es gibt nicht so sehr viele Vorbilder für ein Leitbild in diesem Sinne. Nordrhein-Westfalen hat versucht, eins auf den Weg zu bringen. Es gibt eine Kommune, Nürnberg, die tatsächlich ein solches Leitbild formuliert hat, ein ganz breites Commitment der Wohnungswirtschaft in ihrer Vielfalt dafür erreicht hat. Aufbauend auf dem, was wir da in Erfahrung bringen konnten, haben wir unseren eigenen Fachbeirat an erster Stelle beteiligt zur Fragestellung, wie kann ein solches Leitbild aussehen, was muss drinstehen, wer muss sich dem Leitbild verpflichten. Wir haben heute begonnen, lokale Fachöffentlichkeiten, internationale Fachöffentlichkeiten zu beteiligen an der Gestaltung, an der Formulierung eines solchen Leitbilds. Wir werden aus weiteren Beteiligungsangeboten auch bestimmter Segmente des Wohnungsmarkts einen Formulierungsvorschlag entwickeln, erneut unserem Fachbeirat vorlegen. Und dann sind wir natürlich gespannt, wer sind die Erstunterzeichnerinnen. Und wir hoffen sehr auf die Wohnungswirtschaft, die beispielsweise im Fachbeirat vertreten ist. Begonnen haben wir mit dieser Arbeit im November 18, eben Beteiligung im Fachbeirat. Es geht in die Fachöffentlichkeit ab heute bis Ende Februar. Dann wird es eine Überarbeitung der verschiedenen Textvorschläge geben. Und ich hoffe, dass wir im Frühjahr 2019 tatsächlich uns Commitments einholen können zur Umsetzung des Leitbilds. Was ist heute diskutiert worden? Wir hatten 5 Arbeitsgruppen, die alle Themenfelder behandeln, die wir auch im Fachbeirat als relevant für ein solches Leitbild erachtet haben. Der erste Bereich: integrierte Wohnkonzepte, Quartiersentwicklung. Diese Gruppe gibt uns mit: Mischung schafft Mischung. Welche Mischung schafft welche Mischung? Bauliche, soziale, also Mischung von Wohnformen, von baulichen Typologien, soziale Mischung und auch die Integration verschiedener Fördermodelle schaffen auch eine soziale Mischung in den Wohnbeständen. Es braucht eine Verankerung von Standards, ernst gemeinter Partizipation. Berlin hat im Augenblick mindestens 3 Leitbilder schon entwickelt oder in der Pipeline zur Beteiligung. Auch die Wohnungswirtschaft hat in einem Trialogverfahren ein Beteiligungskonzept entwickelt. Die Frage ist, wie viel ernst gemeinte Partizipation wird damit tatsächlich umgesetzt? Wie viel Entscheidung, Mitgestaltung erlauben diese unterschiedlichen Leitbilder? Wie können sie miteinander verknüpft werden? Und ganz wichtig schien der Arbeitsgruppe, dass von Anfang an eine Vielfalt von Akteuren in die Entwicklung neuer Quartiere einbezogen wird. Also nicht nur das Planungsamt und das Wohnungsunternehmen, sondern soziale Akteure, Bildungsakteure, soziale Infrastruktur und so weiter. In der Gruppe, die sich mit wohnungspolitischen Instrumenten beschäftigt hat und dem Belegungsmanagement, da hatten wir heute Morgen einige spannende Beispiele, wie das aussehen könnte, um diskriminierungsfrei zu vermieten, wurde uns mitgegeben für die Weiterarbeit am Leitbild ein
ein Aspekt, der nicht so sehr mit dem Belegungsmanagement, sondern tatsächlich einfach auch mit der Gestaltung von Neubau, von wohnungspolitischen Ansätzen zu tun hat, nämlich die Erhöhung des gemeinwohlorientierten Anteils am Wohnungsmarkt. Was an vielen Stellen formuliert war, die Wohnungsvergabe offen, transparent und vor allen Dingen mit einer bedürfnisorientierten Beratung auszustatten oder die zur Grundlage zu machen und die Sicherung der Leistbarkeit von Wohnen für alle ins Leitbild zu verankern. Das zeigt sozusagen die Vielfalt der Akteure, die sich diesem Leitbild verschreiben müssen, weil manche der Fragen oder der Vorschläge, die hier formuliert worden sind, liegen in der Hand der Politik, andere liegen in der Hand der Unternehmen, manche liegen einfach im Prozess. Schauen wir uns an, was zum Diversity Management in Wohnungsunternehmen formuliert worden ist. Zum einen könnte es Bestandteil von Diversity Management sein, ein größeres Maß an Transparenz zu Auswahlkriterien zu zeigen, grundsätzlich als Haltung zu haben, Wohnen fängt mit dem Einzug an, mit dem Zugang überhaupt zu Wohnraum und Kooperationsstrukturen zur Wohnbegleitung für verschiedene Gruppen, die sich, die einer solchen Begleitung bedürfen könnten. Und das meint nicht nur Menschen nicht deutscher Herkunft. Es wird immer wieder ein Leitbild sozialer Mischung oder eine Setzung sozialer Mischung benutzt, um Menschen auszuschließen vom Zugang zu bestimmten Quartieren, zu bestimmtem Wohnraumangebot. Dieses Leitbild ist nirgendwo definiert. Also vielleicht machen wir gemeinsam noch mal einen Ansatz zu sagen, was könnte das eigentlich bedeuten in Zeiten wie diesen. Diversity Management in den Unternehmen insgesamt war die Einschätzung, steckt noch in den Kinderschuhen, der Auftrag weiterentwickeln. Zusammenarbeit zwischen Antidiskriminierungsarbeit und Vermieterinnen, also Institutionen, also Organisationen, Vereinen wie der Fachstelle und den Vermieterinnen in ihrer Vielfalt. Zum einen ist das Anliegen der Arbeitsgruppe gewesen, das AGG, die Bereitschaft zu stärken durch das Leitbild, dass das AGG tatsächlich Basis wohnungswirtschaftlichen Handelns ist, anerkannt ist, und zwar nicht im Sinne von, wie wehre ich Mietergruppen ab, sondern im Sinne von, wie stärke ich die Rechte der MieterInnen und dieses nach außen und innen zu kommunizieren. Schulungen, Testings, Belegungsrechte, also sprich Instrumente zu entwickeln und zu nutzen, zu benennen in diesem Leitbild. Wir brauchen sie nicht entwickeln, wir brauchen sie nur benennen, sozusagen als einen Rahmen für Selbstverpflichtung zur Zusammenarbeit. Und dann eben diese Selbstverpflichtung, wer sich dem Leitbild committed hat, auch deutlich zu machen, öffentlich zu machen und damit das Bekenntnis zum AGG zu stärken. In der letzten Runde hier auf dem Panel wurde diskutiert, wie oder beschrieben, wie gut oder wie schlecht eigentlich Antidiskriminierungsgesetze im Handlungsfeld Wohnen genutzt werden können, Menschen tatsächlich zurecht verhelfen können. Die Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt hat, wie wir da in dem sehr beschränkten Rahmen in Deutschland weiterkommen können, ist einfach transparente Auswahlkriterien gemeinsam auch zu formulieren und öffentlich zu machen als Referenzrahmen, auch für Menschen, die das Gefühl haben, diskriminiert worden zu sein, einen Monitoring-Mechanismus für Vergabeverfahren aufzubauen oder zu nutzbar zu machen für die Wohnungsunternehmen wie für eine Öffentlichkeit und sowas wie ein Vermietungszertifikat zu entwickeln, im Sinne von, wenn ich sozusagen bestimmte Vermietungsprozesse, wenn ich mich bestimmt zu bestimmten Vermietungsprozessen bereit erkläre, dann habe ich sowas wie ein Gütesiegel, wie ein eben Zertifikat, dass ich zu der Gruppe Fair Vermietende in Berlin gehöre. Das war sozusagen eine ganz kurze Zusammenfassung einerseits dessen, was diskutiert worden ist heute Nachmittag. Zum anderen ist es aber auch der Einstieg oder die Grundlage jetzt für die politische Talkrunde. Die Gastgeberin dieser politischen Talkrunde ist Staatssekretärin Margit Gottschein, Staatssekretärin für Verbraucherschutz, die ich jetzt gerne als Gastgeberin einladen würde auf die Bühne. Wir freuen uns sehr, dass das Haus, das uns auch beauftragt hat, zugegen ist heute Abend. Insofern lade ich jetzt noch die anderen Gäste ein, dann übergebe ich tatsächlich die Moderation dieses Parts. Frau Gottschein, ich lade herzlich ein Sebastian Scheel, Berliner Staatssekretär für Wohnen in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Ich lade ein Sibyl Schutz. Sibyl Schulz, Leiterin der Koordinierungsstelle Flüchtlingsmanagement in der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Heike Fritsche, Referentin im Referat Forschung und Grundsatzangelegenheiten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Ja.
Mario Hegenfeld, Leiter des Bereichs Wohnungswirtschaft, Wohnungspolitik beim Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Jetzt muss ich langsam hier Platz machen. Und Doris Liebscher, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin und der Law-Klinik in Berlin. Und damit, Frau Gottstein, übergebe ich Ihnen die Moderation. So, das hört man mich? Ja? Ja, man hört mich. Okay. Ja, das war jetzt gerade meine Frage. Reichen die Stühle oder soll ich vom Stehpult aus moderieren? Aber irgendwie hat es noch ein Stuhl hier auf das Podium gefunden. Nochmal von meiner Seite ganz herzlich willkommen in dieser Talkrunde, auf die ich mich sehr gefreut habe, und allen Organisatorinnen und Organisatoren, die diesen wichtigen Tag vorbereitet haben. Erstmal an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Ich glaube, da steckt sehr viel Arbeit dahinter und wir haben hier hoffentlich einen produktiven Austausch. Wir beschäftigen uns jetzt in dieser Runde ganz speziell mit der Berliner Situation. Nachdem wir einiges gehört haben über das, was in anderen Städten weltweit möglich ist, und einiges auch gehört haben zu dem, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen aussehen, vielleicht für diejenigen, die dazugekommen sein sollten, noch ein kurzer Hinweis auf das, was uns den rechtlichen Rahmen bietet. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, eine Umsetzung aus EU-Richtlinien, das einerseits eine Grundlage bietet, aber andererseits gerade im Bereich Wohnen, Wohnungsmarkt Einschränkungen enthält, die fast schon mehr Ausnahmen als Regelungen zulassen. Eine Ausnahme ist sicher die, dass die Regelung in der Regel nur gilt für sogenannte Massengeschäfte, in denen Vermietende mehr als 50 Wohnungen vermieten. Und die andere Einschränkung ist die, dass Ausnahmen gemacht werden können von den Ungleichbehandlungen, die ansonsten verboten sind nach diesem Gesetz, wenn es sich um die Herstellung von sozialen, kulturellen und stabilen Wohnumfeldern handelt und eine Durchmischung damit gewährleistet werden soll. Das ist jetzt ein bisschen frei formuliert, das, was in diesem Paragraph 19 AGG steht. Deswegen wäre jetzt meine Frage an die bereits ja vorgestellten Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten, insbesondere erstmal an jene, die sich ein bisschen mit den Rechtsgrundlagen beschäftigt haben. Ich würde vielleicht mit Doris Liebscher, die neben mir sitzt, anfangen. Welche Möglichkeiten sehen Sie dann doch, obwohl es diese einschränkenden rechtlichen Grundlagen gibt, für Berlin Honig zu saugen im Sinne einer diskriminierungsfreien Politik? Danke. Bin ich gut zu hören, ja? Ich glaube, Berlin hat, so wie die gesamte Bundesrepublik Deutschland, in den letzten über 10 Jahren, seitdem es das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gibt, schon ganz schön viel Honig gesaugt. Einfach ist das der Tatsache geschuldet, dass es dieses Gesetz gibt. Ich selbst habe, wie auch meine Kollegin Heike Fritsche hier oder meine ehemalige Kollegin Heike Fritsche hier, damals in Sachsen noch die Entstehung dieses Gesetzes quasi mit viel Herzblut begleitet. Und so eine Diskussion, wie wir sie heute hier gehört haben, und dieses Podium, das hier heute zusammensitzt, das hätten wir für 10 Jahre niemals haben können. Diese Institutionen, die heute diese Veranstaltung organisiert haben, eine Senatsverwaltung, die Antidiskriminierung im Titel führt, all das haben wir auch, weil es das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gibt. Das heißt, auf so einer ganz grundsätzlichen, symbolischen und auch bekennenden Ebene zu Antidiskriminierung und zu gleicher Teilhabe haben wir dem Gesetz sehr, sehr viel zu verdanken. Und auch dieses Wort fällt oft, und ich denke, man kann es nicht oft genug sagen, die Kultur der Antidiskriminierung. Also wenn ich höre, wie es in Toronto läuft, dann denke ich, wenn wir uns so eine Stairways to Heaven vorstellen, dann ist das für mich Heaven, immer noch. Nichtsdestotrotz finde ich, wir sind in Berlin mindestens schon auf der zweiten Stufe angelangt. Das kann man jetzt für Sachsen zum Beispiel nicht sagen, aber in Berlin haben wir die Institution, wir haben das Commitment und wir haben auch die lebendige Zivilgesellschaft, eine
sehr gut vernetzte Mieterinnenschaft, die dieses Gesetz und die Strukturen, Institutionen, die es gibt, dieses Gesetz zur Umsetzung bringen können, die das voranbringen. Deswegen würde ich sagen, einerseits bringt es uns sehr viel. Jetzt jenseits des ganzen Honigs würde ich doch noch so ein bisschen ein paar bittere Tropfen auch ins Getränk schütten wollen und an das anknüpfen, was der Kollege Alexander Tischbirek hier vorhin schon so schön vorgestellt hat, nämlich, dass wir sehr, sehr wenig Klagen im Bereich Wohnraumdiskriminierung haben. Und Herr Tischbirek hat vorhin 80 Fälle angegeben, die man findet, wenn man den wichtigsten juristischen Datenbanken mal eine Suche macht. Wenn man dann noch ins Detail geht und sich mal anschaut, welche Fälle haben wirklich Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt im Zusammenhang mit dem AGG ganz konkret adressiert, weil diese Fälle, da gibt es natürlich auch die Frage von Jobcenter-Diskriminierung, AGG etc., also es ist ein weites Feld, dann finden wir insgesamt, also ich habe heute noch mal geschaut, ungefähr 10 Fälle. Und das ist natürlich erschreckend wenig im Vergleich zum Beispiel zu Fällen, die wir im Bereich Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt finden. Wenn wir uns dann die Fälle weiter angucken, stoßen wir auf einen ganz, ganz interessanten Fund. Die meisten dieser Fälle bilden sich ab im Bereich der rassistischen Diskriminierung. Das ist ganz ungewöhnlich, weil normalerweise in dem Fall, in dem Feld am wenigsten geklagt wird. Wir haben es gehört, das hat was mit Rechtsmobilisierung, mit Vertrauen in das Recht etc. zu tun. Warum haben wir in dem Bereich so viele Fälle rassistischer Diskriminierung? Zum einen, weil im Bereich rassistischer Diskriminierung die Ausnahme Massengeschäfte nicht gilt. Das heißt, da sehen wir, ein weiter Anwendungsbereich des Gesetzes ist Voraussetzung, dass Menschen klagen können. Also wo gilt das Gesetz überhaupt? Zum anderen, und das ist jetzt die heute schon vielfach angesprochene Frage der Rechtsdurchsetzung, sind das alles Fälle gewesen, in denen Antidiskriminierungsbüros, Beratungsstellen diese Fälle begleitet und unterstützt haben. Das zeigt uns, wie schwer individuelle Rechtsdurchsetzung ist. Und das AGG, und das ist, kann man als ein Problem sehen, ist ja ein Gesetz, das dazu da ist, individuell Rechtsverletzungen geltend zu machen und individuelle Rechte durchzusetzen. Und wir haben es vorhin schon gehört, die Forderung nach einem Verbandsklagerecht ist ein Beispiel dafür, dass einzelne Personen unterstützt werden müssen. Und das vielleicht mein letzter Punkt. Sie müssen natürlich besonders unterstützt werden in Konstellationen, wo die Beweisbarkeit von Diskriminierung total schwer ist. Und das ist auf dem Wohnungsmarkt sehr, sehr oft der Fall. Das führt uns dann, und wir werden auch später darüber diskutieren, natürlich zu der Frage, was braucht es für Unterstützerinnenstrukturen, die auch Beweisbarkeit leichter machen, zum Beispiel durch Testingverfahren. Soweit erstmal. Vielen Dank, Frau Liebscher. Das war jetzt schon mal ein großer Rundumschlag. Meine Frage geht jetzt mal auf die Bundesebene an Frau Fritsche. Sie arbeiten ja für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, haben jetzt einiges gehört an Chancen, die das AGG beinhaltet, unterstützende Strukturen, die vielleicht doch geschaffen werden müssen. Würden Sie die Auffassung von Frau Liebscher und die Ansatzpunkte, die sie geschildert hat, also Methoden wie Testingverfahren, stärkere unterstützende Strukturen schaffen und so leise Anklänge habe ich auch gehört hinsichtlich einer möglichen Rechtsänderung zum AGG, die wir aus Berliner Perspektive sehr unterstützen würden. Aber würden Sie ähnliche Ansatzpunkte sehen? Sehen Sie andere? Wie sieht es aus, wenn man aus der Bundesperspektive auf die Landschaft der Bundesrepublik Deutschland guckt? Haben Sie uns vielleicht sogar ein paar Tipps, die wir in Berlin umsetzen könnten? Ja, auf jeden Fall würden wir diese Perspektive teilen, die Frau Liebscher aufgemacht hat. Also all diese Punkte, die du angesprochen hast, die Mängel, ja, man kann es ja so sagen, die Mängel des Paragraph 19 in Bezug auf Diskriminierungsschutz im Bereich Wohnen, die fehlende Verbandsklage und so weiter. Das sind auch alles Diagnosen, die die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auch getroffen hat. Und wir geben dazu auch fast in schöner Regelmäßigkeit in unserem Bericht an den Bundestag die Empfehlung, eben genau diese Mängel in Blick zu nehmen, die Paragraph 19 Absatz 3 zu streichen, diese Formulierung der ausgewogenen Siedlungsverhältnisse. Also da würden wir auf jeden Fall mitgehen. Tipps, was
Was man noch machen könnte, was natürlich immer lohnenswert ist, ist auf andere Rechtsgebiete zu gucken, auf andere Rechtskreise, die man als argumentative Schützenhilfe für doch die Schwachstellen des AGGs vielleicht ranziehen kann. Also mal zu schauen, wo gibt es Symbiosen im Bereich Mietrecht, im Bereich Verbraucherrecht. Zum Teil wird das auch schon gemacht. Wir haben als Beispiel zunehmend in unseren Beschwerden und auch in den Beschwerden in die unabhängigen Antidiskriminierungsbüros nicht bloß den Zugang zu diskriminierenden Zugang zu Wohnung, der gemeldet wird, sondern auch Diskriminierung im bestehenden Mietverhältnis, also so rassistisches Mobbing unter Nachbarinnen, wo das AGG gar nicht greift. Dort kann man ja auch jetzt schon gucken, kommt man mit dem Strafrecht weiter, kommt man mit dem BGB weiter. Das sind so Sachen, die es sich lohnen könnte, nochmal auszuloten. Da auch leider die Einschränkung von meiner Seite, dass die Antidiskriminierungsstelle da wenig Handlungsspielraum hat. Also wir haben nicht das Mandat, als nationale Antidiskriminierungsstelle Betroffene vor Gericht zu begleiten oder in strategischer Prozessführung vielleicht selber Klagen anzustrengen, um dort auch diese Schnittstellen vielleicht auszuloten. Das haben andere National Equality Bodies, die dann eben selber so eine Rechtsentwicklung auch vorantreiben können. Das würde eben diese Last, die die Einzelnen haben, auch ein Stück weit wegnehmen. Wenn man diese Schnittstellen auslotet, wäre interessant zu gucken, wo kann man sich denn aus anderen Rechtsgebieten Schützenhilfe holen, um diese mangelnde Rechtsdurchsetzung vielleicht ein Stück weit abzufedern. Also wo gibt es denn Möglichkeiten, die Klagebereitschaft im Diskriminierungsfall tatsächlich zu erhöhen? Denn das wurde heute schon mehrfach gesagt, würde ich absolut unterstreichen. Wir haben auch ein großes Defizit in der Rechtsdurchsetzung. Also diese ganzen Stichworte wie außergerichtliche Schlichtung, Beschwerdemanagement, begleitende Maßnahmen wie Testings, um die Beweisbarkeit von Diskriminierung zu erhöhen, die Beschwerdewege, das sind alles Sachen, die gerade im Interesse vieler Betroffener sind, die eben nicht klagen wollen. Also der rechtliche Rahmen ist das eine, aber die tatsächliche Rechtsdurchsetzung zu stärken auf rechtlicher Seite und aber auch die ganzen nicht gerichtlichen Schritte, das wäre ein ganz wichtiger Schritt, den zu gehen. Ganz herzlichen Dank. Ich würde jetzt gerne mal die Ebene wechseln und mich mit dem Titel befassen, zu dem wir ja heute auch zusammengekommen sind, nämlich Entwicklung eines Leitbilds Berlin vermietet fair. Das ist ja nun der Versuch zu sagen, okay, wir haben ein Bundesrecht, wir haben vielleicht auch begleitende Rechtsgebiete. Wir würden von Berliner Seite sagen, dieses Bundesrecht, dieses AGG gehört auch geändert. Wir werden dazu auch im nächsten Jahr eine Bundesratsinitiative auf den Weg bringen. Nur schauen wir mal, was damit passiert, weil auch für diese Bundesratsinitiative brauchen wir natürlich entsprechende politische Mehrheiten, sowohl im Bundesrat als auch am Ende im Bundestag. Und ehrlich gesagt sehe ich die noch nicht so richtig kommen. Das andere sind diese Fragen, Testings, unterstützende Strukturen aufbauen. Da kann man sicher einiges tun, um die Umsetzungsmöglichkeiten zu stärken, wenn Fälle eintreten, in denen tatsächlich diskriminierende Handlungen vorgekommen sind. Was wir mit dem Leitbild wollen und auf den Weg gebracht haben, geht ja eher den Ansatz eines präventiven Weges. Also da geht es ja eher darum, wie finden wir Anhandlungspunkte, Ansatzmöglichkeiten, um schon im Vorfeld diskriminierende Praxis zu vermeiden. Das ist die Idee, warum sich, und da bin ich auch sehr dankbar dafür, eben nicht nur unsere Verwaltung, andere Verwaltungen, die Berliner Wohnungswirtschaft, die heute in einem Vertreter auch hier ist, und Expertinnen und Experten zusammengefunden haben, um ein solches Leitbild zu entwickeln. Das soll jetzt auf den Weg gebracht werden. Meine Frage vielleicht zunächst an den Kollegen aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Sebastian Scheel, den ich freue, hier auf der Podiumsdiskussion auch mit in die Diskussion einbeziehen zu können, ist: Sie haben in der Senatsverwaltung ja einen gewissen Einfluss zumindest auf die städtischen Wohnungsunternehmen. Welche Chancen geben Sie einem solchen Leitbild? Ist das ein guter Ansatzpunkt und was sollten wir in der Umsetzung beachten?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch heute hier sein zu können, dass man ein paar Themen auch mal miteinander diskutieren kann, die ja, glaube ich, auch gerade die landeseigenen Gesellschaften umtreiben. Ich glaube, dass die Frage eines gemeinsamen Commitments, ist es ja vorhin genannt wird, schon der richtige Weg sind, weil wir sehen auch den rechtlichen Handlungsrahmen, der uns mehr oder weniger selbst auch beschneidet. Also es glauben gar nicht, wie viele Briefe ich auf den Tisch bekomme von Mieterinnen und Mietern. Da geht es gar nicht um Diskriminierungsfragen, sondern um viele sehr irdische Angelegenheit wie Betriebskostenabrechnung und so weiter, wo natürlich wir immer an die Problemschwelle kommen, dass immer zivilrechtliche Auseinandersetzungen, jeder muss sein Recht selber wahrnehmen und wir immer nur nicht mal beraten, sondern eigentlich nur so eine kurze Hilfestellung geben können. Aber alles andere bleibt eben überlassen dann dem individuellen Klagerecht, was die Leute halt haben. Wo wir versucht haben, jetzt auch gemeinsam in der Koalition, ja zumindest auch Menschen, die sich vielleicht die Mitgliedschaft im Mieterverein nicht leisten können, dadurch, dass eben dann mit den Mietervereinen dort auch ein Vertrag geschlossen wurde, sodass dann zumindest dort die Übernahme der Kosten dann auch gesichert ist, dass also jeder das Recht kommt, sich überhaupt erstmal beraten lassen zu können. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir haben ja mit den landeseigenen Gesellschaften eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, die ja über das gesetzliche Maß hinaus Belegungen, gerade mit Menschen mit Wohnberechtigungsschein vorsieht. 60% der Wiedervermietungen sollen an Menschen mit eben finanziell nicht so stark ausgeprägten Geldbeutel gehen können. Und dementsprechend haben wir da schon ein steuerndes Element auf Bereitschaft oder Commitment, gemeinsamen Commitment erreicht. Das funktioniert im Grunde auch ganz gut. Also muss sagen, weil wir haben einen Bestand von landeseigenen Gesellschaften von 300.000 Wohnungen ungefähr in der Stadt, ein bisschen mehr jetzt mittlerweile. Wir wollen ja 400.000 erreichen, also insofern auch den Anteil an gemeinwohlorientierten oder insofern kommunalen Wohnungsbau auch ausbauen. Und dass wir von diesen, wenn man jetzt Fluktuation nimmt, im letzten Jahr 15.000 Wohnungen, die also auf den Markt gekommen sind, ja, jedes Jahr so neu drauf kommen, davon 60%, also etwas 9.500 Wohnungen, die dementsprechend an Menschen mit Wohnberechtigungsschein gehen und dann noch besonderen Bedarf. Daraus werden auch eine ganze Reihe von Themen mitbearbeitet, geschütztes Marktsegment, die eine große Zugangsbarriere einfach haben, also ehemalige Obdachlose oder von Obdachlosigkeit Bedrohte, die dort mit Wohnraum versorgt werden. Hier werden, ich glaube, knapp 90% ne, der Wohnungen im geschützten Marktsegment werden durch landeseigene Gesellschaften abgebildet. Und insofern zeigt man sich das schon, dass sie auch eine Vorbildfunktion natürlich auch in den privaten Wohnungsmarkt mit haben. Zumindest wünschen wir uns das, ja. Aber natürlich im Wohnungsmarkt wie in Berlin, wo gerade eine Menge Leute eine Menge Geld machen können, ist natürlich auch klar, dass die Vorbildfunktion dann auch begrenzt ist. Darüber hinaus ist es auch gelungen, ohne dass man da irgendwelche großen Commitments haben muss, in der Vermietungspraxis als solche, auch Flüchtlinge, also wirklich massiv, also einen großen Anteil an Flüchtlingen auch mit Wohnraum, mit einer eigenen Wohnung zu versorgen, wenn sie halt in den Regelkreis SGB II dann übergegangen sind. Insofern auch dort nehmen sie natürlich auch mit unserer Hilfestellung, ich sage das mal ganz positiv, oder mit sanftem Druck, ja, aber in Kooperation diese Aufgabe auch an und wahr und guckt natürlich, dass sie in der Bestandspflege eben das, was sie jetzt gerade so ein bisschen schwierig dargestellt haben, soziale Mischung zu erzeugen. Diversity Management ist vorhin so ein bisschen angesprochen und ich glaube, den Aspekt erfüllt es noch nicht ganz, aber im Bereich der sozialen Mischung dort auch eine starke Integrationsleistung auch in den Quartieren zu erreichen. Also insofern glaube ich schon, dass wenn der politische Wille da ist, wir über die Gesellschafterfunktion mit den Gesellschaften gemeinsam da auch einiges reißen können. Ganz herzlichen Dank. Das klingt ja hoffnungsvoll. Schauen wir mal. Herr Hilgenfeld, Sie vertreten den Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen und ergänzen sozusagen das, was Sebastian Scheel jetzt im Hinblick auf die städtischen Wohnungsgesellschaften gesagt haben, um die eigene Brille der privaten. Wie schätzen Sie Chancen und Risiken eines solchen Leitbilds, was wir jetzt vorbereiten, ein? Wird es bei Ihnen diskutiert und inwieweit wird es bei Ihnen diskutiert und wie durchsetzungsfähig halten Sie ein solches Instrument? Ja, Frau Gottstein, vielen Dank auch meinerseits für die Einladung, meine Damen und Herren. Ich kann für den Moment sagen, wir sind in einem Prozess. Ja, wir sind nicht bei einem Ergebnis. Das Leitbild soll ja erst noch erarbeitet werden. Wir sind in einem Entwicklungsverfahren. Und es wird davon abhängen, wie konkret das Leitbild sein wird, um zu fragen, werden die Unternehmen sich daran halten, wird das eine neue Benchmark setzen.
Wir sind vorhin völlig zu Recht darauf eingegangen, dass wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern ja doch eine sehr starke Regulierung bereits haben. Verfassungsrechtlich haben wir bestimmte Normen gesetzt. Wir haben im Strafrecht Normen, wir haben den AGG-Rahmen, wir haben auch auf Landesebene weitere Rahmenbedingungen. Bei den städtischen hat Herr Scheel gerade ein bisschen ausgeführt. Dort gibt es ein Gesetz als Grundlage, das Wohnraumversorgungsgesetz und weitere Vereinbarungen. Ich glaube, es ist notwendig, Tatsache, erstmal darüber zu reden, wie der Markt sich entwickelt und Tatsache, mit welchen Problemen wir im Markt zu kämpfen haben. Und was wir heute sehr schön gesehen haben, dank unserer zahlreich weit angereisten Gäste, ist Tatsache, dass die Metropolen weltweit von ähnlichen Problemen betroffen sind. Das ist eine durchaus wichtige Erkenntnis, weil wir leben ja in Zeiten einer gewissen Metropolisierung. Und wir müssen uns zwingenderweise dann Gedanken machen, wie das Zusammenleben in den Metropolen neu funktionieren soll. Und wenn es multikulturell funktionieren soll und muss, dann werden wir dort über neue Leitbilder reden müssen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Wie wir diese Leitbilder dann Tatsache umsetzen, glaube ich, da ist es für den Moment noch zu früh. Mir wäre es wichtig, Tatsache dann einen Prozess zu beschreiben, dass wir gemeinsam mit den Unternehmen uns auf den Weg machen. Ansonsten ist das genauso, Sie machen eine Deklaration, die unterschreiben wir alle und dann passiert nichts. Das, was gerade eben schon beklagt wurde ein bisschen, wir haben gute Gesetze, aber leiden ein bisschen unter einem Vollzugsdefizit. Also bevor ich jetzt eine neue gesetzliche Rahmenbedingungen schaffe, neige ich immer dazu zu fragen, können wir die Gesetze, die wir haben, ein wenig besser vollziehbar machen? Und in diesem Kontext könnte uns insbesondere auch das Leitbild dann helfen, eben das bestehende AGG, die Lücken, die es möglicherweise hat, dann auch mit Leben zu füllen und für die Unternehmen handhabbarer zu machen. Insofern bin ich da gerne bei Ihnen. Ganz herzlichen Dank. Wir kommen ganz sicher darauf zurück. Ich würde jetzt nur gern Frau Schulz noch mal in die Debatte reinholen als diejenige, die eine sehr spezielle Zielgruppe hier vertritt, nämlich sich intensiv mit der Situation Geflüchteter auf dem Wohnungsmarkt beschäftigt. Was wäre denn, wenn Sie jetzt auf Ihre in Anführungszeichen Zielgruppe gucken, das, wo Sie sagen, da müssen wir sehr spezielle Maßnahmen ergreifen. Wie könnte sich der Bedarf, das Anliegen dieser Gruppe in einem solchen Leitbildprozess wiederfinden? Ja. Jetzt an? Ja. Ja, auch vielen Dank für die Einladung. Ja, wir beschäftigen uns mit einem sehr konkreten Zielgruppe, nämlich die Geflüchteten in Berlin, also Berlin-spezifisch, auch zu schauen, wie können wir den Zugang zum Wohnungsmarkt verbessern, erleichtern. Wie können wir aber auch die Qualität in den Unterkünften, in denen Menschen meistens doch mehrere Jahre leben, hier in Berlin. Also wir reden von ca. 23.000 geflüchteten Menschen, die in sogenannten Flüchtlingsunterkünften leben. Das heißt mit Familien, Alleinstehende, also unterschiedliche Personengruppen, die wiederum die Zielgruppe, ungefähr 11.000 von ihnen sind bereits Statusgewandelte, das heißt, und leben trotz alledem in diesen Unterkünften, weil sie den Zugang zum Wohnraum eben schwer finden. Das hat verschiedene Hemmnisse, die denen zugrunde liegen, und da unterstützen wir. Insofern haben wir einen runden Tisch gegründet, nämlich gemeinsam mit Herrn Scheel und unserem Staatssekretär Herr Tietze, indem wir viermal in diesem Jahr getagt haben, um uns genau diese Hemmnisse anzuschauen. Was sind die Vermittlungshemmnisse? Welche Art von Diskriminierung erfahren Geflüchtete auf dem Wohnungsmarkt? Und das sind eben sehr unterschiedliche. Also das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten hat in diesem Jahr 2.000 Personen vermittelt in Wohnungen. Das sind natürlich nicht ausreichend bei 23.000. Und dennoch ist das ein Fortschritt, also eine Verbesserung zum letzten Jahr. Und diese Personen haben etwa 23 Wochen gewartet auf eine Wohnung. Wenn ich mir aber anschaue, wie all die anderen, wenn sie berichten in den unterschiedlichsten Gremien, die wir gebildet haben in Berlin, auch unter anderem zu dem Thema, dann muss ich sagen, das sind natürlich viele Wochen oder Monate mehr, die Menschen warten. Und vor allen Dingen die,
die Familien haben mit mehreren Kindern. Wir haben nicht ausreichend Wohnraum, eben gerade eben auch Wohnraum mit mehreren Zimmern zur Verfügung, der bezahlbar ist. Die berichten natürlich von ganz anderen Wartezeiten. Und ja, deshalb brauchen wir ein Leitbild, was lösungsorientiert ist und was all die spezifischen Hindernisse auch mit aufnimmt. Nämlich auch für geflüchtete Menschen und natürlich auch für andere benachteiligte Menschen. Aber ich glaube, ein zentraler Punkt ist einfach eine gute Beratungsstruktur. So wie Herr Scheel angesprochen hat, die benötigen wir. Wir haben in unserem runden Tisch erarbeitet, dass wir auch eine zentrale Anlaufstelle brauchen, nämlich auch für Vermieterinnen, ja, für Wohnungsunternehmen, die durchaus eine Bereitschaft haben, aber eben ja, durchaus mangelnde Informationen, was heißt das zum Status, was muss ich da berücksichtigen, bekomme ich meine Kaution zurück? Also das sind Fragestellungen, die da gilt es, eben besser zu informieren, und wir brauchen auch muttersprachliche Beratung und Begleitung für Geflüchtete. Und natürlich entsprechendes Material, es muss aufgearbeitet werden, weil, wie wir wissen, nicht alle in kurzer Zeit der Sprache mächtig sind. Und beim Abschluss eines Mietvertrages, wenn es dann dazu kommt, haben wir eben auch viele Hürden festgestellt, dass es unverständlich ist. Insofern haben wir uns auf den Weg gemacht zu sagen, wir brauchen auch einen Mietvertrag in einfacher Sprache. Ja, der Mietvertrag muss auf Deutsch abgeschlossen werden. Also diese Hemmnisse haben wir uns genauer angeschaut, und ich würde sagen, im Rahmen des runden Tisches, wo sehr verschiedene Entscheidungsträgerinnen am Tisch gesessen haben, aber eben auch Vertreterinnen aus den Unterstützungsstrukturen und Wohnungsbauunternehmen eben auch, haben wir uns gemeinsam angeschaut, was sind Best-Practice-Modelle, wo können wir voneinander lernen, was können wir gemeinsam nutzen in Berlin, weil es vielzählige Projekte gibt, auch in den Stadtbezirken, die einfach schon sehr viel Unterstützungsleistungen anbieten, auch muttersprachlich, aber das eben mit einfließen zu lassen, dass wir diese Hürden abbauen. Und ja, wir haben auch nochmal auf die politische Agenda gesetzt, dass wir uns das geschützte Marktsegment nochmal anschauen und auch dem WBS und die Erweiterung des WBS für die Zielgruppe, nämlich der, die noch keinen sicheren Aufenthaltsstatus haben. Ganz herzlichen Dank. Ich verstehe Ihre Ausführungen ein bisschen, widersprechen Sie mir, wenn Sie es anders sehen, als ein Plädoyer dafür, ein Leitbild auch nicht nur mit Zielbestimmungen zu unterlegen, sondern sehr konkrete Maßnahmen, Instrumente in einem solchen Leitbild zu verankern. Und ich habe den Eindruck, dass das, was Sie über Ihre Zielgruppe gesagt haben, geflüchtete Menschen, sicher auch auf viele andere zutrifft. Also da werden per se schon die Merkmale ethnische, nationale Herkunft abgedeckt sein. In vielen Fällen, das höre ich jedenfalls aus der Stelle Vermieten, Verwohnen, geht es auch um größere Familien, für die Wohnraum nicht mehr selbstverständlich gebaut und vorgesehen ist oder Wohnungen geteilt wurden, die früher für größere Familien einfach vorgesehen waren. Das betrifft sicher auch die Gruppe, die über die reine Gruppe der Geflüchteten hinausgeht. Meine Frage wäre jetzt nochmal an die beiden Herren in der Praxis sozusagen, was können Sie sich vorstellen, wenn Sie die Idee sich vor Augen führen, ein Leitbild zu schaffen, das eben nicht nur Zielbestimmungen formuliert, sondern sehr konkrete Maßnahmen? Wie weit wären Sie dabei? Wie weit könnten Sie vielleicht auch sagen, ja, die städtischen Wohnungsbauunternehmen, Ihr Wohnungsbauunternehmen könnten die Hürde nehmen und ein solches Leitbild, dessen Ausgestaltung wir jetzt noch nicht konkret kennen, am Ende dann auch unterzeichnen? Das kommt natürlich ein bisschen auf die Maßnahmen an, ne? Also ja, es gibt ja, wie gesagt, ein paar Fragen haben wir ja schon auch in die Operationalisierung gebracht. Das ist ja einmal das auch Wohnen für Flüchtlinge, das Segment, die 285 Wohnungen, die da auch durch das LAF ja mit vermittelt werden, wo wir auch Landesamt für Flüchtlinge, für die Nicht-Berliner. Entschuldigung, genau. Wo wir ja sehr stark auch mittlerweile, also so habe ich es zumindest bei den letzten Zahlen dort gesehen, also auch gerade größere Wohnungen in diesem Segment mit angeboten werden, eigentlich mehr als wir ursprünglich geplant hatten. Ja? Weil natürlich dieses Thema, ich sag mal, Berlin war immer eine Stadt mit vielen Ein- und Zwei-Personen-Haushalten, und natürlich ist das, also insofern ist ja der Fokus auch sehr stark auf diese Zielgruppen gewesen, und dass man da auch eben, sag mal, Menschen mit vielen Kindern einfach auch dementsprechend mit Wohnraum versorgen muss, ist vollkommen klar, dass das nicht immer eins zu eins mit unseren
WBS-Vergaben so übereinstimmt, weil da wenn halt 5 Personen, dann müssen auch 5 Räume und nichts anderes geht. Aufgrund der anderen, die Leute wären zufrieden, wenn sie eine 4-Raum-Wohnung kriegen würden. Geht aber halt nicht so einfach. Da muss man halt Ausnahmen machen. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber solche Fragen, glaube ich, muss man da auch miteinander behandeln. Wir haben ja erstmal insofern reagiert, dass wir die Wohnraumförderung für die Erstellung von neuem sozialen Wohnraum auch für größere Wohnungen geöffnet haben, also mehr Quadratmeter fördern, sodass wir eben auch mit den Landeseigenen auch größere Wohnungen schaffen können, die dementsprechend diesem Bedarf auch gerecht werden. Also das sind dann immer so, man muss sie operationalisierbar machen. Dann kann man mit solchen Themen auch sehr gut arbeiten. Aber ich glaube, so ein Leitbild muss natürlich erstmal einen Zielkorridor beschreiben. Und aus diesem Zielkorridor müssen sich dann die Maßnahmen ableiten. Und wenn man diese Ziele verfolgt, auch meint, ich bin auch bereit, auch über stärkere Quoten nochmal zu reden, wenn man darüber überhaupt reden will, weil das ist auch schon wieder eine Form von positiver Diskriminierung. Aber ich glaube, wir werden gerade in so einer Zeit, wo so viele Menschen noch in Einrichtungen sitzen und dort nicht rauskommen, weil sie eben immer wieder auf diese Vermittlungshemmnisse stoßen, werden wir für eine Übergangszeit auf jeden Fall solche positiven Diskriminierungsquoten brauchen, damit wir überhaupt dort eine sinnvolle Belegung auch hinbekommen und dann eben die Leute aus den Einrichtungen auch rauskriegen. Also ich glaube, da sind schon Commitments und Vereinbarungen auch möglich, auch mit den landeseigenen Gesellschaften. Wir sparen das ja gerade ein bisschen aus. Die Frage, die dann wir natürlich auch beantworten müssen, wie kriegen wir auch die Integrationsleistung in den Quartieren dann hin? Also dementsprechend, wie funktioniert die Mischung gut? Darüber muss man sich dann auch miteinander Gedanken machen, weil einfach nur zu sagen, Diskriminierungsfreiheit, jeder, der kommt, kann, das kann auch ganz schnell Quartiere ein bisschen zum Kippen bringen. Da müssen wir auch, glaube ich, ein bisschen ein Auge drauf haben, was da passiert. Aber ich bin sehr gern bereit, auch mit den landeseigenen Gesellschaften mich da auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da ist doch Bereitschaft da, darüber zu reden, wie wir, wie gesagt, dieses Thema, was insgesamt vorhanden ist. Wir haben eine Vielzahl von Menschen, die haben Anspruch auf Wohnraum aus dem Flüchtling heraus. Wir haben viele Menschen, die Anspruch auf Wohnraum haben. Ich meine, wir haben mittlerweile 35.000 WBS-Scheine draußen. Ja, sind ein Jahr gültig. Ja, ich habe gerade gesagt, die Landeseigenen bringen 15.000 jedes Jahr überhaupt erstmal auf den Markt an neuen Wohnungen. Das heißt, wir können diese massiven Bedarfe, die auch immer steigend sind in den nächsten, also jetzt in letzter Zeit und wahrscheinlich auch in der Zukunft, können wir gar nicht mit dem Wohnraum, der uns zur Verfügung steht, abdecken. Wir brauchen insofern auch, deswegen fand ich es auch sehr gut, dass wir bei dem runden Tisch auch, Entschuldigung, Deutsche Wohnen, darf man das sagen, mit am Tisch hatten, als einen der größten Vermieter, ist ja auch im BBU vertreten, darf man sagen, ne? Dass wir natürlich auch ein Bewusstsein dafür schärfen wollen, dass die Privaten auch einen Anteil bringen müssen. Ne? Also das muss man auch erwarten als Politik. Und auch gerade für einen der größten Vermieter in dieser Stadt, das als privaten Vermieter, der größte sogar, dass sie sozusagen, die sich dieser Fragen mit annehmen, weil sie auch eine Verantwortung für das soziale Zusammenhalt dieser Gesellschaft in dieser Stadtgesellschaft haben. Ganz herzlichen Dank. Ich nehme das hier schon mal als erstes positives Ergebnis dieses Abends, ein Commitment auch auf die städtischen Wohnungsgesellschaften zuzugehen und für einen solchen Prozess und auch die Inhalte, über die man sicher im Detail nochmal diskutieren kann und soll und darf, zu diskutieren. Erstmal danke dafür. Herr Hilgenfeld, wie sieht es aus der Sicht der privaten Wohnungsunternehmen aus? Ja, im Unterschied zu dem, was Herr Scheel zu den kommunalen Gesellschaften natürlich eher auch mal vorgeben kann, ist es bei zum Beispiel den Berliner Genossenschaften, die ja ganz eindeutig mit 10%, 12% Marktanteil hier schon zum gemeinwohlorientierten Sektor gehören, eine Stütze Berlins sind, schon deutlich schwieriger. Genossenschaften sind selbst organisiert. Die Auswahl der Mieter erfolgt durch recht umfangreiche Kriterienkataloge, eben primär zum Beispiel an Genossenschaftsmitglieder, die dort schon länger da sind, an deren Angehörige, an die bestimmte Zeichnung von Genossenschaftsanteilen etc. pp. Dort ist auch in jeder Genossenschaft ein anderes Setting gegeben, um dort irgendwann zu einer Wohnung zu kommen. Pauschal können wir sagen, die Bestandsmieten der Genossenschaften sind grundsätzlich dafür geeignet, auch für die hier in Abrede stehenden sozialen Zielgruppen passend zu sein. Also auf Berlin-Deutsch AV wohnenkonform sind die Mieten da ganz zweifelsohne. Nicht? Also wir haben zwischen 4,50 und 6 Euro im Bestand dort super günstige Mieten. Das ist nicht die Frage. Aber die Regularien dort können nicht einfach dann von außen vorgegeben werden. Sie müssen dort erst in einen Diskussionsprozess innerhalb der Genossenschaften gehen. Das Gleiche betrifft die großen privaten Unternehmen. Auch dort gibt es aus einer Konzernzentrale heraus diverse Vorgaben, wie die Strukturen sind.
Und hier müssen wir Tatsache in einen durchaus intensiven Dialog erstmal eintreten. Das hat man in der Vergangenheit nicht so beherzigt. Da hat man immer eher gedacht, ich kann da noch was vorgeben oder Ähnliches. Man braucht einen Dialog, der dazu führt, zum Beispiel die Vonovia hat jetzt letzte Woche in Reinickendorf ein Vorhaben, ein Neubauvorhaben verkündet. Wenn Sie es gesehen haben in der Presse, 600 Wohnungen werden dort neu gebaut. Ich glaube, es gibt auch einen städtebaulichen Vertrag oder Ähnliches. Also es gibt mit Sicherheit auch Commitments der Vonovia, des größten deutschen Wohnungsunternehmens, wie man dort vorgeht. Und da kann man sicherlich auch mit diesen Gesellschaften in das Gespräch gehen. Wie erfolgt die Wohnungsvergabe? Wie erfolgt der Zugang, der diskriminierungsfreie Zugang zu diesen Wohnungen? Das kann ich aber jetzt vorab noch nicht sagen, weil Tatsache brauchen wir dazu erstmal diesen Prozess. Gut, ich würde an der Stelle gerne zurückfragen, weil diesen Prozess, den bringen wir ja auf den Weg und beteiligen Sie auch und sind auch froh, wenn sich die Gesellschaften auch im privaten Bereich beteiligen. Geben Sie uns doch mal einen Tipp oder zwei oder drei, was braucht es, um Ihre Gesellschaften zu überzeugen? Was braucht es, ist eine ganz heikle Frage, weil wir haben zum Beispiel bei den Berliner Baugenossenschaften, ich stelle mir immer eine Stadt vor als idealtypisch, wenn man immer Stairway to zum Himmel hier, ich bleib mal auf Deutsch, ja, also die Himmelsleiter hier hinauf geht, eine Stadt, die nur aus Genossenschaften besteht, 100% Genossenschaften. Ist das toll? Ich fände es toll. Ja, also wenn ich mir die Mieten angucke, was da möglich wäre und wie kommen wir dahin? Im Moment verlieren die Genossenschaften an Marktanteil. Sie haben 10-12%, letztes Jahr sind 15.000 Wohnungen gebaut worden, die Genossenschaften haben aber nur 500-600 Wohnungen fertig gekriegt. Adam Riese ganz einfach, die haben nur ein Drittel von dem gebaut, was sie müssten, um den Marktanteil, den sie im Berliner Wohnungsmarkt haben, zu halten. Also wir verlieren gerade. Wir sind nicht auf der Treppe nach oben, sondern auf der Treppe gerade nach unten. Wenn ich also die Genossenschaften mitnehmen will, dann muss ich Voraussetzungen schaffen, dass Genossenschaften wachsen können. Dazu gehören Grundstücke, vernünftige, wo sie bauen können. Und dazu gehört auch ein gewisser Gesprächskreis. Wir hatten diese Genossenschaftsdialoge mit Bausenatorin Lomscher und Herrn Schiel zusammen, wo wir eben aufgezeigt haben, welche Rahmenbedingungen könnten für Genossenschaften interessant sein. Welche Neubaurahmenbedingungen sind es? Wie geht man um bei Modernisierungen? Wie geht man um bei Förderungen, um Genossenschaften hier wertschätzend zu unterstützen? Und ich glaube, wenn die Rahmenbedingungen passend sind, sind Genossenschaften auch bereit, darüber hinaus in Fragen reinzugehen, die sie hier betreffend stellen. Wie gehe ich mit der Wohnungsvergabe um? Kann ich dort stärker noch soziale Zielgruppen möglicherweise versorgen? Das ist ja immanent bei Förderung, dass wir auch immer wieder die Frage haben, wenn ich Geld vom Staat nehme, wen versorge ich damit? Ja, wir haben jetzt eine Förderung, die ist an WBS, also am Einkommen orientiert. Wir haben aber eine Teilmenge in dem Fördersystem, die auch sich an den Wohnberechtigungsschein mit besonderem Wohnbedarf orientiert. Soziale Zielgruppen. Das kann man definieren. Dafür muss die Förderung aber so ausgestaltet sein, dass Genossenschaften auch Interesse an Förderung haben. Und daran mangelt es ein bisschen. Bei den großen Gesellschaften eindeutig, ich glaube, weil die Deutsche Wohnen hier so angesprochen worden ist, Initiativen Deutsche Wohnen enteignen sind kontraproduktiv. Sie polarisieren, sie spalten, sie führen nicht zusammen. Was würden Sie denn als Unternehmen machen, wenn Sie permanent damit sozusagen konfrontiert sind, als Immobilienhai am Markt nur noch dargestellt zu werden? Dann würden Sie doch sozusagen die Schotten hochklappen und sagen, dann guckt mal weiter, wie ihr das so alles löst. Wenn man will, dass die Schotten runtergehen, wenn ich will, dass ein Gesprächsfaden aufgenommen wird, dann muss ich schauen, wie bei einem Neubauvorhaben zum Beispiel in Charlottenburg in Westend gemeinsam mit der Deutschen Wohnende Lösung beigeführt wird, um dann vielleicht dort auch für soziale Zielgruppen etwas rauszuholen. Denn es gibt da ja baurechtlich die Möglichkeit des städtebaulichen Vertrages. Und in diesem Rahmen kann ich selbstverständlich auch dort was vereinbaren. Und vielleicht kommen dann positive Beispiele raus, die wir dann mit dem größten Berliner Wohnungseigentümer eben auch
ausbreiten können. Und ich glaube, wenn wir den größten Privaten auf unsere Seite ziehen könnten, werden viele kleine Private möglicherweise nachziehen. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir ganz viel über die Hindernisse gehört und die Voraussetzungen, die von Seiten des Staates geschaffen werden müssten, um private Unternehmen erstmal dazu zu bekommen, sich auf einen Prozess einzulassen. Damit es jetzt nicht zu einem reinen Dialog wird, würde ich doch bitten, dass vielleicht Frau Liebscher das, was wir hier an Initiativen, an Ideen, aber auch an Hindernissen vorgeführt bekommen, kommentiert aus Ihrer Sicht. Wie sehen Sie das? Wie erleben Sie die Bereitschaft, sowohl was den städtischen Wohnungsbausektor als auch den privaten angeht, hier im Sinne einer Antidiskriminierungspolitik, einer diskriminierungsfreien möglichst Vergabe von Wohnraum tätig zu werden? Ja, ich glaube, ich würde gerne auch für mich selbst mal noch mal die Frage und die Vorstellung von faire Vermietung ein bisschen scharf stellen. Wir haben gerade sehr viel über die soziale Frage geredet und aus meiner Erfahrung und ich glaube aus der Erfahrung von allen Beratungsstellen und nicht deutsch aussehenden Menschen in Deutschland muss man sagen, auch reiche und wohlhabende Menschen werden diskriminiert und zwar nicht zu knapp. Und das ist ein Problem, das wir adressieren müssen. Und deswegen glaube ich natürlich, wir haben in Berlin einen angespannten Wohnungsmarkt, der macht es für Vermieter natürlich sehr leicht, sich mit diesem Prozess gerade auch Zeit zu lassen. Aber wir haben auch eine sehr angespannte Diskriminierungssituation und das ist natürlich die Verantwortung des Landes, da Menschen vor Diskriminierung zu schützen. Und ich glaube, da muss man auch mit einem starken grund- und menschenrechtlichen Verständnis in so eine Auseinandersetzung um ein Leitbild reingehen. Und ich sehe, dass es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern tatsächlich auch eine Auseinandersetzung ist. Und ich finde es total gut, wenn die Deutsche Wohnen sich mit an den Tisch setzt. Aber ich glaube, wir können nicht die Augen davor verschließen, dass wir auch hier Diskriminierungsrealitäten in dieser Stadt und in diesem Land vorfinden. Und ich glaube auch, dass es uns nicht gelingen wird, in den nächsten 10, 20, 100 Jahren eine diskriminierungsfreie Gesellschaft aufzubauen. Ich glaube, wir müssen lernen, mit Diskriminierung umzugehen. Und ich würde mir ein Leitbild wünschen, in dem dieser Umgang mit Diskriminierung auch geregelt ist. Dazu zählt, dass Menschen, die in einer schwachen, diskriminierungsrisikoreichen Situation sind, die Instrumente und die Unterstützung an die Hand bekommen, sind ihre Rechte, die sie ja bereits haben, das haben wir gehört, auch durchzusetzen. Und nochmal zur Frage, wo wir eigentlich stehen. Vor dem Hintergrund, was wir heute alles an internationalen Erfahrungen gehört haben, ist mein Eindruck, wir haben in Deutschland eine Situation, wo das Mietrecht durchaus besser und stärker ist, als das zum Beispiel in den USA oder in Großbritannien der Fall ist. Das Antidiskriminierungsrecht ist aber viel, viel schwächer. Deswegen würde ich nicht sagen, wir haben gute Antidiskriminierungsgesetze. Wir haben überhaupt erstmal welche in Deutschland. Ja? Der Fair Housing Act in den USA ist aus dem Jahr 1966. Das Antidiskriminierungsgesetz ist aus dem Jahr 2006. Ja? Dazwischen liegen antidiskriminierungsrechtliche Jahrhunderte gefühlt. Und da müssen wir ran und da müssen wir gemeinsam ran. Und ich glaube, da können wir nicht mehr auf den Prozess warten, sondern das müssen wir jetzt langsam mal tun. Auch damit wir auf einem globalen Markt irgendwie unser Gesicht behalten können. Also ich finde, Antidiskriminierungsrecht in Deutschland, nochmal zusammengefasst, da muss ganz schnell was getan werden. Genau, deswegen auch nochmal, ich glaube, Sie haben das gesagt, die positive Diskriminierung. Antidiskriminierungsrechtlich würde ich dafür argumentieren, gar nicht von positiver Diskriminierung zu reden, wenn es um Quotierungen geht, sondern um Nachteilsausgleich. Da sind Menschen auf den Markt geworfen, wie wir alle, in einer hochgradig konkurrenzhaften Situation, Berliner Wohnungsmarkt, die auf diesem Markt nicht die gleichen Ausgangsbedingungen haben, zum Beispiel, weil sie schwul sind, weil sie schwarz sind oder weil sie drei Kinder haben. Und das geht natürlich nicht. Und da muss was getan werden. Und was da getan wird, ist ein Nachteilsausgleich. Also Affirmative Action ist keine positive Diskriminierung, sondern ist der Weg zu weniger Diskriminierung. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir in dem Leitbild diese
diskriminierungssensible oder diskriminierungskompetente Sprache auffinden. Weil ich finde, da beginnt es, dass wir uns darauf, genau, dass wir uns darauf einigen. Wir wollen, es gibt Diskriminierung. Wir können darüber in aller Ruhe reden, weil überall gibt es das. Das ist kein schlimmer Vorwurf. Wir wollen das gemeinsam lösen. Und dazu braucht es positive Maßnahmen, die Menschen, die diskriminierungsanfälliger sind als andere, unterstützen. Und diese Unterstützung kann bedeuten, dass sie in einer bestimmten Situation individuell besser behandelt werden, um eine Struktur zu ändern. Und ich glaube nicht, dass das zu Verwerfungen in Quartieren führt, wenn das eingebunden ist, quasi in eine solidarische Kiezgesellschaft, die es ja in Berlin, das ist ja das Schöne, auch schon gibt. Deswegen, und auch das freut mich ja so, müssen alle diese Initiativen auch einbezogen werden und werden ja auch schon einbezogen in so ein Leitbild. Und da sehe ich überhaupt nicht die Gefahr, dass es dann irgendwie ja, Aufstände im Kiez gibt, weil ein bestimmter Wohnblock, Menschen mit Behinderungen, die aus den Einrichtungen raus sollen, da reinkommen. Ganz vielen Dank, Frau Liebscher, also auch für die Aussage, dass wir ans Recht ran müssen. Wie gesagt, an uns soll es nicht scheitern. Und ich glaube, das kriegen wir auch durch den Senat. Die Frage ist nur, was dann danach passiert. Kann ich da ganz kurz nochmal an mich reißen, das Mikro, weil ich es vorhin vergessen habe. Es gibt ja auch Bereiche, wo Diskriminierung lauert, nicht nur zwischen Privaten. Wir haben es vorhin schon von Frau Fritsche gehört, Diskriminierung durch Nachbarn und Nachbarinnen, ein riesiges Thema. Auch da sollte was ins Leitbild rein. Vor dem Hintergrund, es braucht ein diskriminierungssensibles und kompetentes Konfliktmanagement, zum Beispiel in den Wohnungsbaugesellschaften. Da weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich mich schon für Mieterin, geflüchtete Mieterin eingesetzt habe, da mangelt es ganz schön an Kompetenz und an Struktur. Und zum anderen natürlich auch in die Mietverträge, in die Hausordnungen, an die Diskriminierungsvorschriften rein, sodass klar ist, dass auch Mieter und Mieterinnen untereinander nicht diskriminieren. Das andere ist, es lauert natürlich auch Diskriminierung im Bereich behördlichen Handelns im Zusammenhang mit Wohnungen. Ja, auch bei der Vergabe von Wohnberechtigungsschein kann man diskriminiert werden. Da weiß ich, freuen wir uns vermutlich gemeinsam, haben wir ja nächstes Jahr so der Plan des Landesantidiskriminierungsgesetzes. Da bin ich ganz gespannt, was sich da auch nochmal rechtlich entwickeln wird. Ja, herzlichen Dank für den Tipp. Also auch da nochmal an die Information an alle, die das nicht kennen. Wir bereiten gerade ein Landesantidiskriminierungsgesetz vor, das den Weg eines Gesetzgebungsverfahrens Schritt für Schritt nimmt. Wir hoffen, dass wir im Januar dann dass wir jetzt ins Mitzeichnungsverfahren gehen und dann Anfang nächsten Jahres eine Senatsbefassung haben. Und dieses Gesetz wird erstmalig in Deutschland das Verhältnis zwischen staatlichem Handeln, behördlichem Handeln und Bürgerinnen und Bürgern regeln. Das gibt es bisher in keinem anderen Bundesland. Insofern ist auch da nochmal dann ein Ansatzpunkt, aber eben nur für das behördliche Handeln, Beispiel WBS, gegeben. Ich würde jetzt gerne nochmal ins Boot holen die Bundesperspektive, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, und fragen, kennen Sie aus Ihrer Beobachtung in anderen Bundesländern, an anderen Kommunen, die Idee, präventiv vorzugehen, Leitbilder in den Mittelpunkt des Handelns zu rücken? Welche Chancen sehen Sie da? Und was, wenn Sie auch die Diskussion hier verfolgen, würden Sie uns raten, dringend in ein solches Leitbild aufzunehmen? Also tatsächlich ist uns so ein Prozess, wie er jetzt in Berlin angeschoben wurde, bundesweit nicht bekannt. Und das beobachten wir deswegen mit sehr großem Interesse. Insbesondere da deswegen, weil Sie haben es gesagt, also das AGG ist ein reaktives Gesetz. Wer von Diskriminierung betroffen war, kann als Einzelperson mit einer Klage Satisfaktion erlangen und bekommt dann Schadensersatz oder Entschädigung. Er bekommt nicht die Wohnung. Das ist hochgradig unattraktiv, um Diskriminierungsschutz durchzusetzen. Und Berlin hat, so sehen wir es, diesen Mangel erkannt und guckt, wo kann es proaktiv, präventiv einem Baustein zu einem fairen Vermieten beisteuern. Und da sehen wir auch das Potenzial. So ein Leitbild kann ein Baustein für faires Vermieten sein. Nichtdiskriminierung ist auch nur ein Element von einer fairen Diskriminierungskultur. Dazu gehört auch über ausgeschlossene Gruppen zu sprechen und so weiter. Also die Kultur hat noch mal mehr, umfasst noch mal mehr als Nicht-Diskriminierung. Das ist auf jeden Fall, hat einen hohen symbolischen Wert, dass die Politik sagt, wir
machen proaktiv, präventiv, schauen wir, was können wir machen, um fair zu vermieten. Und wir sehen auch ein großes, einen großen Vorteil darin, sich überhaupt auf den Weg gemacht zu haben. Also vorhin stand hier irgendwie, der Weg ist das Ziel. Also das ist das, was nach dem jetzigen Stand so ein Leitbild auch leisten kann, in eine Kommunikation zu kommen. Ein Verständigungsprozess mit verschiedenen Akteuren anzustrengen und darüber in Austausch zu kommen, das hat einen Sensibilisierungseffekt, das kann, wenn es gut läuft, einen hohen Motivationseffekt haben, eine integrative Wirkung, an dieser Sache zu arbeiten mit offenem Ausgang, das sehen wir auch so. Ob dieses Leitbild dann auch Wirkung entfaltet, hängt sicher davon ab, wie es ausgestaltet wird, wie breit Akteure an einen Tisch geholt werden, wie konkret das wird, wie transparent dieser Prozess erfolgt, wie öffentlich dann auch dieses Leitbild bekannt ist und gelebt wird, wie Maßnahmen unterlegt, dann entsprechend damit gearbeitet wird, ob es ein Monitoring, Controlling gibt, also all diese Sachen, das steht jetzt, ist jetzt noch gar nicht abzusehen, aber dass man sich auf diesen Weg gemacht hat, hat sicher jetzt schon eine hohe Wirkung in Richtung auch Wohnungswirtschaft, die sonst vielleicht diese Themen gar nicht angefasst hätten, und das ist das, was im Moment so ein Leitbild leisten kann. Es ist ja, muss man ja auch sagen, es ist ja nur ein Leitbild. Also nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ein Leitbild wird jetzt nicht diese ganzen Probleme lösen. Lassen Sie mich trotzdem noch eine Anmerkung zu dem machen, was Sie eben noch gesagt hatten, Herr Hilgenfeld. Ich finde es ein bisschen schwierig, diesen Ansatz. Man muss den Genossenschaften erstmal was bieten, damit die dann bereit sind, sich für soziale Gruppen zu öffnen. Das betrifft jetzt nicht den Diskriminierungsschutz. Also Wohnungsbaugenossenschaften oder Genossenschaften an sich müssen sich natürlich jetzt schon an den rechtlichen Diskriminierungsschutz halten. Und wir haben doch eine höhere Anzahl an Fällen, wo Genossenschaften ganz konkret im Einzelfall diskriminiert haben, wo sie gesagt haben, wir wollen die und die Gruppen nicht als Genossen. Und das, da braucht es im Moment noch keine Einbindung in ein Leitbild. Das ist einfach wo die Genossenschaften sich natürlich genauso an Recht und Gesetz halten müssen, wie auch städtische Unternehmen oder auch private. Ja, vielen Dank auch nochmal für diesen Hinweis. Meine Frage nochmal im Hinblick auf die spezielle Zielgruppe der Geflüchteten. Ich weiß gar nicht, ob Sie dazu was sagen können, aber die Überlegung, die von Doris Liebscher auch nochmal kam, im Hinblick auf positive Diskriminierung, Nachteilsausgleich. Was sind Ihre Erfahrungen damit und für wie wichtig oder hilfreich halten Sie einen solchen Ansatz? Ich glaube, jeder Ansatz zur Unterstützung und zum Aufdenken der Hindernisse ist wichtig. Ne? Und wir haben eben sehr unterschiedliche Zielgruppen in der Zielgruppe der Geflüchteten, wie in der Gesamtgesellschaft auch. Ja? Und was ich eben sehe, insbesondere sind, dass Frauen sehr stark artikulieren, dass sie keine Chance bekommen. Und wenn es um gelingende Integration geht, dann muss ich genau mir diese Zielgruppe anschauen. Sie sind also in Berliner Verhältnissen, da haben wir immer noch bessere Verhältnisse als in den anderen Bundesländern, haben wir die Kinderversorgung, ist ein Problem. Das heißt, Menschen, die dann in den Unterkünften leben, die Sprache lernen wollen, eine Wohnung suchen, brauchen natürlich auch eine entsprechende Kinderbetreuung, brauchen gute Wohnverhältnisse, um lernen zu können. Also das ist eine Gruppe, die sich sehr stark benachteiligt fühlt, wenn sie vor allen Dingen länger in Unterkünften verweilen muss. So, und wenn diese Gruppe, da berichten die Frauen insbesondere davon, dass sie 20, 30, 50 Mal zur Wohnungsbesichtigung gehen und immer wieder das Gefühl bekommen, weil sie eben mehrere Kinder haben, weil sie die Sprache nicht ausreichend sprechen, weil sie sich zur Unterstützung jemanden mitnehmen müssen, sind sie benachteiligt, dann kann ich mir einfach nur diese Zielgruppe genauer anschauen und muss dann vielleicht doch letztendlich Maßnahmen entwickeln, um sie stärker in den Blick zu nehmen, um ihnen den Zugang zu gewähren. Ja, das ist jetzt eine Zielgruppe. Wir wissen immer noch gar nicht, wie viele Menschen, die zu uns kommen, haben denn Benachteiligung aufgrund von Beeinträchtigung. Also körperliche, psychische Beeinträchtigung. Ja, da reicht ja unser Versorgungsnetz auch noch nicht aus und wir können das noch nicht ausreichend erfassen. Auch da, diese Benachteiligung wird immer wieder genannt, wenn es um Wohnungssuche geht. Das heißt, auch da nochmal hinzuschauen, wie kann ich mir genau diese Faktoren anschauen und dem auch, da nochmal hinzuschauen, wie kann ich diese Hürden mindern. Das heißt, jedes Instrument, welches sich genauer befasst mit den einzelnen Hindernissen, ob es Sprache ist, ob es Herkunft ist, ob es der soziale Status ist oder ganz
ganz spezifische individuelle Vermittlungshindernisse. Ich glaube, das ist entscheidend. Insofern, das sind die Erfahrungen mit den Zielgruppen. Und da haben wir eben eher die Familien und die Frauen stärker im Blick, weil sie sich auch jetzt mittlerweile stärker artikulieren. Zum Schluss vielleicht noch eine ganz kurze Runde, in der ich Sie bitten würde, das wichtigste, wesentlichste Argument zu nennen, mit dem Sie in Ihrer Wohnbaugesellschaft, Ihrer Senatsverwaltung, Ihrer Beratungsstelle, Ihrem runden Tisch dafür werben würden, sich an einem solchen Leitbild Berlin vermietet fair zu beteiligen. Wer möchte beginnen? Ein wichtiges Argument. Sebastian. Ja, danke schön. Also ich glaube, es geht erstmal um Verantwortung. Wir tragen sie in der Politik und wir müssen sie natürlich auch den Gesellschaften mitgeben, dass sie auch eine Verantwortung tragen, wie wir alle in dieser Gesellschaft Verantwortung tragen. Und das ist für mich ein tragendes Argument. Vielen Dank. Wer will weitermachen? Ich glaube, es ist eine ressortübergreifende Aufgabe, dass wir nicht sagen können, die eine Senatsverwaltung ist in Berlin zuständig, sondern wir sehen es als ressortübergreifend, nicht nur wir Integration zuständig, sondern Sie natürlich für Stadtentwicklung, Wohnungsbau, aber vielmehr auch die anderen Senatsverwaltungen. Und das sollte das Commitment sein, ja, ressortübergreifend ein Leitbild zu unterstützen. Danke. Hilgenfeld. Traditionell, sowohl bei den städtischen, bei den Genossenschaften, aber auch bei den großen Privaten, steht in den Satzungen drin, wir versorgen breite Schichten der Bevölkerung. Ich habe vorhin gesagt, Berlin wächst, wir werden multikultureller. Also wäre ein Argument, doch da anzusetzen, wo die Unternehmen stehen und sagen, wenn wir breiter multikulturell sind, dann brauchen wir auch mehr Blick für diese Vielfalt im Bestand. Und deswegen sind vielleicht Leitlinien eine ganz gute Idee. Dankeschön. Ja, wir sind jetzt als Bundesstelle, werden wir höchstwahrscheinlich das Berliner Leitbild jetzt so nicht unterzeichnen, aber wir sind an diesem Prozess der Leitbildentwicklung über den Beirat der Fachstelle mit eingebunden und wir schauen da interessant drauf und empfehlen, um natürlich auch Best Practice zu generieren, das dann auch mit zu unterstützen ins gesamte Bundesgebiet, dort das bekannt zu machen. Und warum brauchen wir das? Warum sollte man da mitmachen? Weil man über Diskriminierung sprechen muss und weil das immer noch nicht selbstverständlich ist. Eine Kultur von Antidiskriminierung, wo man sich vielleicht auch ein Stück weit unaufgeregter mit dieser Tatsache auseinandersetzt, dass es Diskriminierung gibt, dass man schauen muss, wie bekommt man das in den Griff, was sind gute Lösungsansätze, und das ist einfach ein guter Prozess, dort anzudocken und diese Kommunikation über Diskriminierung einmal mehr zu führen. Vielen Dank, Frau Liebscher. Ich glaube, mein Argument oder mein Stichwort wäre unteilbar. Ich finde, wir leben gerade in einer historischen Situation, nicht nur in diesem Land, nicht nur in dieser Stadt, wo die Gleichheit und Würde von Menschen so fundamental in die Frage gestellt wird, dass jeder Baustein und jedes Bekenntnis von ganz unterschiedlichen Akteuren, dem ein unteilbar und alle Menschen sind gleich entgegenzusetzen, unendlich wichtig ist. Und die Stadt Berlin, das Land Berlin, macht das gerade auf sehr vielen Ebenen. Und ich kann nur noch mal von dem Hintergrund, dass ich ursprünglich aus Sachsen komme und dort noch sehr viel Kontakt hin habe, sagen, dass da nach Berlin geguckt wird von emanzipatorischen Kräften und dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn es solche Leitbilder auch in den kleineren Bereichen und Wohnzähl dazu gibt. Ja, ganz herzlichen Dank an die Runde. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns den Boden bereitet haben, um den Weg des Leitbilds nun gemeinsam zu gehen. Ich hoffe auf die Unterstützung aller, die hier auf der Bühne sitzen, die ansonsten uns an dem Prozess begleiten werden, und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.